Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Flughafen Frankfurt-Main. Die Landebahn 25 Center wurde gerade von dieser Lufthansa, von dem Airbus A319 ausgewählt. Terminalnah kommen diese Fluggäste jetzt zu ihrem weiterführenden Flug. Wir begrüßen euch bei dem Flug mit Plane Mania auf Deutschlands größtem Flughafen. Und es geht munter weiter mit Flugzeugen, die hier jetzt gleich direkt vor uns landen werden. Auf unserer Bahn jetzt im Anflug auf der 25 links die TAP mit einem Airbus A321neo mit dem Kennzeichen CS-TJQ. Ist das auch ein Zeichen? TJ. Da zwischen den Bäumen kommt dieser TAP Airbus A321neo. Ganz sicher werden wir von den Triebwerken nicht viel hören, denn die Autobahn ist deutlich lauter. Wir sind heute für euch in Frankfurt, nachdem wir gestern in Amsterdam Schiphol waren und vorgestern auch und davor in Düsseldorf. Und wir möchten euch einladen, bei Plane Mania dabei zu sein am heutigen Mittag. Dann wird es eine kleine Pause geben, sodass wir uns dann am Abend hoffentlich wiedersehen. Dann vielleicht von der anderen Seite. Das wird auch ein schöner Plan. Und ich hoffe, ihr habt Zeit und seid dabei. Wenn nicht jetzt in der Mittagspause, dann vielleicht heute Abend. TAP Airbus A321 aus Lissabon mit dem Kennzeichen CSTJQ. Hello and welcome to all English speaking viewers. This is TJQ and my name is TJ Thomas. We are Plane Mania and we say welcome on Germany's biggest airport, Frankfurt. This is Turkish Airlines A330 pushback. We invite you to support us in our chat on YouTube with information about the flights coming in and going out. And this is Turkish Airlines to Istanbul. Schreibt auch gerne rein, wie das soweit mit dem Ton ist. 187 Zuschauer sind bereits dabei. Wen dürfen wir denn begrüßen? Das Plane Mania Team sagt Hallo zu Janine Tesma, Jörg B., Tobias, Gerhard Gartke, Aero EDXE, Grüße aus Münster, Osnabrück, Hadi Römer ist wieder da. Thomas Franke, Jason, Robin TV, Patrick Riedel, Mika Schurmann, Andrea Meury, Micha Hagen, Skinner, Feldi, Christoph Kuhlmann, Spektrumline 101, Thomas Kraftschick ist auch wieder da. Ballonpilot Arthur ist da. Ich glaube, die Ballonsaison ist vorbei und du möchtest nachher mal vorbeikommen. Ja, wir sind heute Abend dann wahrscheinlich an anderer Stelle, aber komm gerne vorbei. Ich würde dich auch gerne mal kennenlernen und dann erzählst du uns was vom Ballonfahren. Da fliegt man ja nicht, sondern man fährt. Ich glaube, das ist auch eine Story, die jeder Ballonfahrer nochmal genauer erklären muss an die Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Tobias sagt guten Tag nach Frankfurt. Harzer Kind ist wieder da. Thuringia, Willimo TV, Aviation Geek grüßt aus Wien. Michael Schmidt aus Rammstein.
Sebastian Kolze, unser Moderator, ist da. Und der Sebastian, der hat immer sehr, sehr viele Fluginfos. Vielleicht hat er auch schon das hier reingeschrieben zu diesem Business Jet, der hier auf der 25 links reinkommt. Und ich habe es nur noch nicht gesehen. Das werden wir gleich dann nachholen. Während auf der Centerbahn jetzt eine Mitsubishi CRJ die Startfreigabe bekommen hat. Ja, wir haben einige Infos zu euch, zu Flügen, die uns alle bei Laune gehalten haben in den letzten Tagen. Ich hoffe, wir haben gleich mal Zeit dazu, das zu rekapitulieren. Ui, was haben wir da? Warte. Manches kann ich so auf meinem kleinen Bildschirm nicht erkennen. Da brauche ich dann eure Hilfe. Das sieht mir aus wie die TUI Blue, TUI Fly 737. Martin fragt, wann ich mal wieder in Frankfurt bin. Berechtigte Frage. Bis nach Hessen haben wir es schon mal geschafft. Die Antwort ist ja. Wir sagen ja zu Fra. Tut sich auch einiges auf der Centerbahn jetzt bei den Flugzeugen, die raus möchten. Ach so, Jan korrigiert das nochmal. Das ist nicht die TUI Blue, sondern das ist die Robinson Livery. Ganz genau. Das hellblaue ist die Robinson Livery und die TUI Blue, die ist so aufgeteilt mit dunkelblau. Janis hat das auch gesehen. Patrick Riedel, wir beide lagen falsch. Ist nicht schlimm. Dafür hat der Sebastian noch Infos. Die TUI Blue Livery ist heute auch unterwegs. Und zwar geht die nach Hurghada. Die ist eine ehemalige Air Berlin 737. Auch nicht schlecht. Reinaldinho Bavaria grüßt aus München. Und Aero EDXE hat die LH1125 aus Barcelona auf dem Weg nach Frankfurt. Ist wahrscheinlich gerade gelandet. Und die TUI Blue, die ist nämlich auch hier, die ist gleich im Pushback. Ah, nicht zu verwechseln mit der Robinson. Zwei blaue TUI-Flugzeuge und die sind sowieso blau. Das kriegen wir auseinander. Nächster Anflug hier auf die 25, links ist das. Heute möchte ich euch bei aktuell trüberem Wetter, aber es soll gleich etwas heller werden, diese Anflüge auf die 25 Bahnen Center und links zeigen. Fürs Protokoll dann jetzt nochmal die TUI Blue, die steht nämlich hier an der Ecke. Da ist sie. Neben der Enter, links neben der Enter Air. Honda 201089 erklärt nochmal, dass Bild und Ton soweit in Ordnung ist. Jörn F. grüßt aus Berlin. Bei Berlin sagen wir immer dabei, bitte den Bezirk dazu schreiben, damit wir das noch näher einsortieren können. Dirk Karnsdorf ist weg oder wir sind weg. Landetraining gibt es heute auch. Auf der 1.8 ist jetzt unterwegs ein Airbus A330 der Lufthansa auf dem Weg nach Ingolstadt. Und in Ingolstadt gibt es heute noch mehr außer dem A330 Landetraining. Da gibt es auch noch für die Fans des A340-600 Möglichkeiten, das zu fotografieren. Also zwei Flugzeugtypen der Lufthansa werden heute in Ingolstadt, also die Crews werden trainiert, die Flugzeuge werden nicht trainiert. Alle Planespotter in der Nähe von Ingolstadt, schnell dahin.
Der Carsten ist auch im Stream. Ich hoffe, dass ich die DHL A300 und B757 heute Abend pünktlich vom Hof kriegst. Ist die Frage, ob wir da noch Zeuge sind oder ob wir unseren Abendstream dann schon abgebrochen haben. Wahrscheinlich, ja. Also Carsten ist heute auch am Start hier am Flughafen. Unser DHL-Techniker, den wir schon ein paar Mal hier bei uns am Mikrofon hatten. Und das ist eine Air Dolomiti auf dem Taxiway, der sie zum Start auf der Bahn 1.8 führt. Eine Embraer. Und dann hören wir nochmal eine ganz neue Information, dass das Landetraining von dem A340-600 in Ingolstadt heute kurzfristig doch entfällt. Danke für diese Information. Und die Embraer von Lufthansa Regional. Der Wind kommt für die Cockpit-Crew von vorne links, damit ihr das nochmal genauer seht. Und TUI Blue ist unterwegs. Ihr habt das selber auch auf dem Radar schon gesehen. Mal gucken, von welcher Bahn sie starten wird. Bernd Hensler grüßt aus Dahlgow-Döberitz. Joshua Kraus fragt nach dem Lufthansa Dreamliner. Bernie grüßt aus Nürnberg. Michael Moorhöfer ist schon beim Mittagessen und sagt Mahlzeit. Und M. Görz ist auch mal wieder dabei, schreibt er nach kleiner Pause. Ja, wir sind jetzt hier an einem normalen Dienstagmittag live. Es ist heute der 31. Januar 2023. Völlig verständlich, dass ihr nicht alle immer dabei sein könnt, denn normalerweise arbeitet man ja so von 9 bis 18 Uhr ungefähr. Ja. Das ist also der häufigste Fall. Andere sind zu Hause im Homeoffice, können mal reinschauen. Der dritte ist beim Bügeln, der vierte beim Putzen. Ich denke, das ist doch ein schönes Nebenbei-Programm. TUI Blue jetzt, 737 auf dem Weg nach Hurghada, wie der Sebastian das vorhin reingeschrieben hat. Und wir haben wieder einen Anflug auf die 25 links. Oh, was rollt denn da? Was rollt denn da? Eieieiei. Ein Airbus A340-600. Yeah! Wo muss der denn hin? 19.15 Uhr soll heute die DeAnra aus Male landen aus. Die kommt dann von den Malediven. DeAnra vom Kennzeichen her ist der erste Alpha am Ende Airbus A330-900, der Condor von der neuen Flotte, die in Kürze ja dann die 767 bei Condor ablösen wird. Und das hier ist ein Airbus A340-600. Diese sind aktuell mit 5 Exemplaren in München stationiert und in Frankfurt sollen dann auch welche dazukommen. Sebastian hat für uns noch die Fanhansa Livery. Sie geht raus nach Riad als Lufthansa 637. Unterstützt uns gerne mit diesen Fluginfos. Wie das der Moderator Sebastian macht, der hat den Schraubenschlüssel hinter seinem Namen.
Ihr könnt aber auch mal sowas reinschreiben wie das Alter, Kennzeichen, Vorbesitzer, Hersteller der Engines, das findet man raus bei Planespotters.net. Einfach das Kennzeichen dort eingeben, dann kriegt ihr auch was zu den Engines raus. Das ist ja hier in dem Fall besonders interessant, wenn man einen Airbus A340-600 mit den größeren Triebwerken mit dem Airbus A340-300 vergleicht, mit den kleineren Triebwerken. Und von diesem Flugzeugtyp, dem Airbus A340-300, können wir euch ja fast 20 Stück hier am Frankfurter Flughafen zeigen. Wo geht dieser Airbus A340-600 hin? Na, kommt er vielleicht sogar noch bei uns hier über den Taxiway vorbei und wird zum T3 gezogen? Das wäre doch ganz fantastisch. Oder geht er zum Terminal? Das sind Sachen, die man bei Flightradar24 jetzt nicht nachgucken kann. Beziehungsweise nicht über das Radarbild, sondern da muss man dann rausfinden, was ist das für ein Kennzeichen und für was wird der heute wohl noch eingesetzt. Sebastian, hast du noch mal die Uhrzahl für die Bravo Hotel? Das ist der Airbus A319, der gestern in Oslo gestrandet ist. Der kommt heute zurück. Über das Flugzeug wollte ich mit euch auch noch mal sprechen. Da brauchen wir die Uhrzeit, für wann der vorgesehen ist, wieder zurückzukommen nach Frankfurt. Ich glaube, der A340-600 kommt zu uns gleich hier vorbei. Jannis hat noch Informationen zu der Hotel Whisky. Das müsste das Exemplar jetzt hier im Bild sein. Die kam gestern aus Buenos Aires und geht wahrscheinlich in den nächsten Tagen nach Vancouver und Papeete in Tahiti. Hä? Was macht die denn da? »399 Zuschauer aktuell. Ich denke, da können wir auch 400 schaffen, wenn wir schon so nah dran sind. Thomas Kraftstück möchte auch, dass ich aufs Kennzeichen zoome. Ich kann es nicht näher ranholen. Aber es scheint die Hotel Whisky zu sein. Wir werden es gleich sehen. Kommt zu uns. Yes, direkt vorbei. Besser geht's ja nicht. Maximilian, das kann ich dir bestätigen, dass die Cargo Human Care in Frankfurt ist. Als ich nämlich hier vorhin auf der Autobahn vorbeigefahren bin, ist die DeAlfi, also die Fox India aus dem Hause Lufthansa Cargo 777, direkt über meinen Kopf auf der Bahn 25 rechts gelandet. Also die ist gerade da, wurde entladen, wird beladen und müsste dann heute sich auch wieder hier bewegen. Ist jetzt in Frankfurt, kann ich bestätigen. 425 Zuschauer sind dabei. Vielleicht schaffen wir die 500, oder? Julis Welt fragt nach der Heimfahrt aus Amsterdam. War gut und ereignislos. So muss das sein. Ich habe unterwegs einen Podcast gehört. Nochmal unser Podcast-Tipp ist zum Beispiel der von Come Fly With Us mit Captain Steffen. CFWU müsst ihr in eurer Podcast-App suchen. Oder ist das die Hotel Victor? Und die Hotel Whisky war in Buenos Aires und Ushuaia als Charter die letzten Tage. Ah ja. This is a big boy, Hakan. A340-600. Darren Smith is in the house. Good day to you. Greetings to Oslo. Please like and share this stream from Frankfurt, Germany. As you can see, it's A340-600. Was für riesengroße Triebwerke im Vergleich zum Airbus A340-300. Wie vorhin schon mal gesagt.
Etihad Cargo kommt aus Chicago in 4 Minuten, hat Helmut rausgesucht. Danke, Helmut. Vielen Dank für deine Unterstützung in den letzten Tagen und Wochen. Du hast sehr viel für uns getan, sehr viel Infos reingepostet. Schaut mal auf das Hauptfahrwerk. Das ist auch anders als beim Airbus A340-300. Das ist nämlich in der Mitte mit 2 Achsen und da sind diese Remove Before Flight Tags offenbar noch dran. Jetzt nochmal das ganze Flugzeug. Und das wahnsinnige Hauptfahrwerk. Dreimal 2 Achsen. Und es ist die Hotel Mike, oder? Whisky. Hotel Whisky. Pinguin weiß, dass die aus dem Storage geholt wurde und jetzt ab Frankfurt unterwegs ist. M. Görz hat für uns einen schönen Überblick. Du hast einen Lufthansa Airbus A320neo aus Berlin, einen aus Prag, eine Sun Express aus Antalya, eine Pegasus aus Istanbul, einen Lufthansa A320 aus München, Katar, 777 aus Doha, Condor A330 aus Seattle. Die Reihenfolge ist nicht garantiert, aber vielen Dank für diesen Überblick. Das können wir immer wieder gebrauchen. Und M-Girls, hatte ich schon mehrfach gesagt, ist für mich die wandelnde Klapperwand von Frankfurt. Vielleicht kennt ihr die Anzeigetafel der Abflüge aus Terminal 1. Und das hilft uns sehr, sehr viel weiter, wenn ihr immer mal wieder so einen Überblick macht und reinschreibt, was sind so die nächsten 5 Maschinen, die hier kommen. Und das ist die TUI Fly mit der Robinson Livery. Robinson ist die Hotel-Club-Marke aus dem Hause TUI. Und das Flugzeug macht dafür Werbung. 500 Zuschauer haben wir geschafft. Vielen Dank, dass ihr dann den Stream geteilt habt. Und Martin klärt mich nochmal auf, dass es überhaupt gar keine Hotel Mike im Hause Lufthansa gibt, sondern Hotel Whisky. Das W sieht aber ohne Brille genauso aus wie ein M. Das erklärt wahrscheinlich diesen kleinen Fehler, der nicht schlimm ist. Sebastian hat für uns die 777 in einer Minute Etihad. Auf welche Bahn geht die denn? Die kommt aus Chicago. Geht die auf unsere Bahn hier vor unserer Kamera oder geht die vielleicht sogar auf die Nordwestbahn? Wir werden es gleich erfahren. Alexandra Eberlein meldet sich zurück aus längerer Krankheit. Ja, allen Leuten, die zu Hause oder im Krankenhaus sitzen, wünschen wir gute Besserung. Jakob Schäfer ist auch noch im Lazarett. Sollte verlegt werden. Kann hoffentlich im Krankenhaus sich ein bisschen ablenken mit dem Livestream aus Frankfurt von Playmania. Mein Name ist Thomas. Und da kommt was Großes auf uns zu, auf die Bahn 25 links. This is runway 25 left at Frankfurt Airport. And we are waiting for Qatar Airways 777 Bigfoot. Muss der Kameramann nur noch einfangen. Irgendwo da hinter den Zweigen ist er da. This is a Bigfoot. Check the main landing gear. 3 Achsen hat hier das Hauptfahrwerk. Deswegen heißt das ganze Ding Bigfoot. Große Füße. Und ist Etihad, nicht Katar. Entschuldigung.
Lufthansa A321 und die Robinson rauscht hier vorbei. Macht mir auch den Eindruck, dass sie zur 1.8 geht. Stichwort Startbahn West 1.8. Da treffen wir uns hoffentlich am heutigen Nachmittag dann wieder. Ja? Wir machen jetzt einen Livestream hier aus Zeppelinheim vom Spotterpunkt an der A5, die ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt. Das ist einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands. Und heute Abend wird es dann vom Sound eine ganz andere Situation werden, wenn wir an der Startbahn West 1.8 für euch wieder live sind. Vierter Tag in Folge. Samstag waren wir in Düsseldorf, Sonntag in Amsterdam, Abendstream. Gestern ebenfalls aus Amsterdam Schiphol. Die Folge von gestern möchte ich euch nochmal empfehlen, weil unser Moderator Sebastian sich die Mühe gemacht hat und alle Zeitstempel nochmal reingesetzt hat. Da waren also spektakuläre Landungen dabei. 2,5 Go-Rounds, also Durchstartmanöver. Das konnten wir gestern von der Bahn 2.7 in Amsterdam für euch aus den Niederlanden senden. Wir sind Plemenia, ein Kanal, wo es Flugzeugdokus gibt, Cockpit, Mitflüge und Livestreams. Thomas grüßt aus Okinawa in Japan. Helmut hat für uns die Sun Express aus Antalya gegen 12.45 Uhr. DMU erinnert nochmal an einen Polizeieinsatz von gestern, hatten wir auch dabei. Und Patrick Riedel erinnert an die Dancing Landing. Gestern hatten wir eine 747, die eine abgefahrene Landung hingelegt hat. Auch dafür haben wir euch den Zeitstempel in den Kommentarbereich unter das Video gesetzt. Und der nächste Bizjet ist im Anflug, also Business Jet. Und die Etihad ist auf dem Taxiway zur Cargo City Süd. Amsterdam Aviation unterstützt uns mit 2 Euro. Amsterdam, did we meet up you am 15. Januar? Lineup 1-8, left. Kann sein. I don't know at the moment. Nee, wir waren diesen Monat noch gar nicht in Frankfurt. Nee. 777 in 30 Minuten. Jannis hat es rausgesucht. Und der Martin hat jetzt nochmal was zu der Challenger 604 rausgesucht, die gerade gelandet ist. Das ist das identische Modell wie die Swiss Ambulance, die wir am Samstag in Düsseldorf hatten, nur ohne Medical Equipment. Helmut fand es gestern in Amsterdam nicht lustig mit Polizei und Militärpolizei. Aber spannend. Und spannend finde ich zum Beispiel auch eine Air Belgium, die hier unterwegs ist. Airbus A330 aus Brüssel. Man denkt, es wäre die Deutschlandfahne, ist aber die belgische. Da sind die Farben etwas anders angeordnet. Auch schwarz-gelb-rot. Nur andere Reihenfolge. Und die Air Belgium ist im Auftrag der Condor unterwegs. Air Belgium und Vamos ersetzen
die Flüge von Smartlinks. Da gab es Ärger auf der Langstrecke. Das Produkt war nicht so, wie die Kundschaft sich das gewünscht hatte, und die Condor hat reagiert und diesen Wet Lease Partner ersetzt durch Air Belgium und Vamos, beides mal mit dem Flugzeugtyp Airbus A330. Ich finde, ein sehr schönes Flugzeug und eher selten in Frankfurt, hat man die letzten Jahre nicht so oft hier gesehen. Und Janis erklärt das nochmal, sie geht später als Condor Flugnummer DE2226 nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik, und der Drei-Letter-Code für das ist PUJ. Da ist hinten noch eine Krone drauf, weil Belgien auch ein Königshaus hat. Bernd Möller grüßt aus Berlin-Lichtenrade. Bastian meint, das Kürzel AB muss eigentlich zu Air Berlin gehören. Amsterdam Aviation, yes, you are a friend of Bart, but we did not meet at 15th of January. Elli Pirelli, unsere Moderatorin, ist auch dabei. Hallo Elli, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich nehme an, auch in der Mittagspause eben kurz. Und Bernd Möller findet den auch gut. Also das ist mal was Spezielles, was wir euch in den letzten Frankfurt-Streams so von uns noch nicht bieten konnten. Da freuen wir uns sehr, dass wir Air Belgium jetzt auch mal dabei haben. Marcel hat A340, der startet. Wo hast du den? Auf welcher Bahn? Bei uns nicht. Das ist ein Airbus A330 hier. Und aus Antalya kommt gleich die Pegasus. Das hat rausgesucht. Wer war's? Ne, ist schon wieder weg. Daniel Vogt sagt, er ist Silent Viewer. Hier ist Air Belgium A330 auf der Bahn 25C Center. Auch diese Air Dolomiti ist auf dem Weg zum Takeoff Short auf der Bahn 1818. In 11 Minuten haben wir Flugzeug aus Doha. Helmut hat es rausgesucht. Jan fragt, ob bei uns Flightradar 24 läuft. Nee, bei mir jetzt nicht. Hab gar keine Zeit, das anzumachen. A380 fragt, wann die Mike Kilo, also der Lufthansa Airbus A380 aus Manila, wieder zurück nach Frankfurt fliegt.
Ich glaube, die brauchen mindestens 3 Wochen dort in Manila. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Und eine Embraer von Helvetic in 15 Minuten hat Sascha rausgesucht. Daniel Vogt meint hoch die Tassen wahrscheinlich, hoch die Kaffeetassen. Hier müsste noch ein Lufthansa A330 stehen. Da wäre die Frage, was mit dem dann später passiert, wohin der unterwegs sein wird. Und Martin sagt, Anfang März kommt die Mike Kilo zurück. Bei Elli Pirelli funktioniert der Chat nicht. Oh. Der Martin hat für uns noch Infos zu Air Belgium. Finde ich sehr interessant. Danke, dass du das rausgesucht hast. Es gibt 3 Klassen da drin. Business, Eco Plus und Eco. Sehr gutes Produkt. Leider extrem hohe Tarife, was den Verkauf stark bremst. Air Belgium fliegt ja von Belgien aus, von Brüssel aus. Wahrscheinlich viele Ziele im französischsprachigen Afrika an, zum Beispiel Senegal und sowas. Es gibt rund um Brüssel 2 wichtige Flughäfen, das ist einmal Brüssel-Zaventem und der Billigflughafen dort ist, wo Ryanair sehr stark ist, Charleroi, wenn ich das mal richtig ausspreche. So, liebe Freunde der Nacht, jetzt haben wir wieder Zeit zum Flugzeugrätsel. Ihr wisst das, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ich zeige euch Teile eines Flugzeugs und ihr müsst oder solltet mal reinschreiben aus Spaß, was ist es für eine Airline und was ist es für ein Flugzeugtyp. Und wenn ihr dann noch das Kennzeichen habt, habt ihr den Bonbonpunkt rausgesucht. Für mich ist es jetzt nur schwierig, ich muss euch das jetzt so zeigen, dass ich noch nichts vorher verrate. Also es wird jetzt ein bisschen blöd am Anfang, aber umso schöner später. Vielleicht zeige ich euch zuerst mal die Flügelspitze. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und dann habe ich ja schon ganz viel verraten. Haltet euch bereit an der Tastatur und schreibt es ganz schnell rein. Wir sehen jetzt gleich eine Flügelspitze und da ist dann ein Flugzeug einer gewissen Airline im Bild. Ihr dürft gerne raten. Na? Kriege ich es denn hin? Ich will nicht zu schnell sein. Da ist die Flügelspitze. Welches Flugzeug könnte es sein? Wie ist das Kennzeichen? Habt ihr die Lösung jetzt schon? Ich zeige noch ein bisschen mehr. Ich will nicht zu viel verraten. Welches Flugzeug könnte es sein? Jetzt noch mit der APU hinten dran. Ihr seht schon ein bisschen vom Heck. Habt ihr schon was reingeschrieben? Hoffentlich ist da nicht das Kennzeichen. Dann habe ich ja alles verraten. So, jetzt immer mehr davon. Wer oder was könnte es sein? Nur mal das Fahrwerk und die Triebwerke. Was ist das für ein Flugzeug? Ich habe das jetzt. Hilft das? Und jetzt können wir auflösen. Es ist ein Lufthansa Boeing 747-400. Die Tango Lima ist es. Hat das einer reingeschrieben? Ja, ihr habt alles schön geraten. Clemens war der Erste, der Lufthansa reingeschrieben hat. Udo de Vries war der Erste, der 747 getippt hat oder es wusste. Jan Arvid Richter hat es präzisiert und gleich 747-400 reingeschrieben. Sehr schön. Waren noch einige dabei. Aero Livestreams hat es auch reingeschrieben. Und Segas grüßt mit 11,99. Sehr schön. Sitze im Café, trinke einen Kaffee und freue mich auf euren Stream. Grüße aus Münster, Segas 145. Vielen Dank für deine abermalige Unterstützung in Form des Superchats. 11,99. Superchat ist das Dollarzeichen unten rechts in der Ecke auf dem Smartphone. Ihr könnt uns unterstützen
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung, ob das jetzt Geld ist. Damit können wir die Fahrten natürlich finanzieren. Wir sind für euch einige tausend Kilometer in den letzten vier Tagen kommen wir schon auf mehrere tausend Kilometer. Wir waren in Düsseldorf, Amsterdam, Schiphol, gestern nochmal in Amsterdam, jetzt in Frankfurt. Und Planemania sitzt im Raum Berlin. Da ist eine British Airways, rollt auch zur 1.8 drüber. Aber wir bleiben bei der Queen of the Skies, einer Boeing 747-400. Ihr habt es sehr schön erraten. Das kann man nicht bei Flightradar24 sehen, weil die da, wenn sie gezogen wird, nicht drauf ist. Da ist der Transponder nicht an, da kann man das nicht nachgucken, sondern man muss es an den kleinen Merkmalen, Flügelspitzen, Triebwerken, Triebwerksgröße, Hauptfahrwerksanordnung, Farbe natürlich, ausmachen. Vielleicht haben wir nachher nochmal Zeit, sowas Ähnliches zu wiederholen. Und eine 747-400 im Bild ist immer wieder schön. Das ist der Vorteil von Frankfurt, dass man so viele von den Boeing 747 hier sehen kann, plus die vierstrahligen Airbus A340. Und es scheint mir eine 777 im Anflug auf die Nordwestbahn zu sein. Die kommt nämlich gerade aus den Wolken. Sebastian bestätigt, dass da eine Reihe ist für die Nordwestbahn. Das ist 25 rechts. Ich zeige euch nochmal, was unsere Kamera dazu einfangen kann. Das ist eigentlich eine Bahn, mit der wir uns dann heute weniger beschäftigen. Das ist aber die Condor mit den grün-weißen Streifen. Und die hattet ihr vorhin auch angekündigt. Wenn ich mich recht erinnere, ist das die, die aus Male kommt. Ist aber nicht eine der neuen A330-900, sondern ein Exemplar der etwas älteren A330 in der Condor-Flotte. Auf der Nordwestbahn gibt es auch einen schönen Spotterplatz, das nennt sich Düne. Kann man auch gut parken, wer mit dem Auto anreist. So kann man den Anhänger auch transportieren. Das ist der Airbus A330, der kommt aus Seattle, hat Marcel reingeschrieben. Marcel. Und auf der Nordwestbahn ist on Finals die Qatar 777. Thomas Kraftschick hat es rausgesucht. Kuwait kommt in 2 Minuten. Das ist auch ein schönes Flugzeug. Und Jan Hendrik grüßt an alle im Chat und den Flughafen Frankfurt. Aus Mainz grüßt Wolfgang Bing. Das ist ja gar nicht weit entfernt von hier. In Mainz müsste heute vom Fluglärm her auch einiges los sein, weil vieles über die Nordwestbahn startet. Entschuldigung, nicht startet über die Nordwestbahn, sondern in die Richtung Nordwest hier startet. So. Und da geht es manchmal über Mainz und Wiesbaden. Luis Oalrieta sagt, ich war in der Condor vor 2 Wochen im Cockpit. In dieser Condor oder in einer anderen Condor? Das klingt ja interessant. Warst du auf Reisen? Schreib uns doch gerne rein. Was hast du gemacht? Wohin bist du mit Condor geflogen? Oder kennst du einen Piloten, der dich eingeladen hat? Martin hat eine Wetterwarnung in Frankfurt bis 15 Uhr Zulu. Wind aus Südwest mit 20 Knoten und Böen 30. Das heißt, wir müssen unser Kameraequipment etwas fester zurren. Sebastian hat nochmal Infos zum Eurowings Airbus A320. Der Hotel Charlie, die war früher auch bei Air Berlin. Das erkennt man manchmal auch am Kennzeichen, zum Beispiel DAB in der Eurowings-Flotte ist ein Kennzeichen dafür, dass das Flugzeug vielleicht früher bei der Air Berlin war.
Mandy fragt nach dieser Baustelle. Das ist die neue Verbindung zwischen Terminal 2 und Terminal 3. Kann ich noch mal zeigen. Da wird es eine neue Kabinenbahnverbindung geben. Die alte Kabinenbahnverbindung ist hier zu sehen. Und die wird dann fortgeführt hinter dem Gebäude. Und wenn das Terminal 3 dann geöffnet wird, kann man dann hier mit der Bahn entlang fahren als Passagier. Das ist also nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern für Flugpassagiere. Und da sehe ich eine 747 im Pushback, wenn ich richtig schaue. Julis Welt unterstützt uns mit 5 Euro. Und diese 5 Euro sind nicht für Kaffee gedacht. Davon haben wir wohl aus deiner Sicht zu viel getrunken. Da hast du recht. Ich habe in den letzten 4 Tagen sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Und diese 5 Euro sollen wir für ein Stück Kuchen einsetzen. Das machen wir dann natürlich. Ich wähle einen Marmorkuchen. Und Daniel Vogt macht ein Announcement. Oh, Daniel macht ein Announcement. Ding dong, Daniel macht ein Announcement. Ich habe eine Quelle am Flughafen, die mir sagt, wenn die ersten Testfahrten der Skyline-Bahn zum T3 fahren, dafür sind nämlich die Schienen, an denen gebaut wird. Also ich baue nicht an den Schienen, sondern ich bin da, wo die Baustelle ist. Und da ist die von Thomas Kraftschick erwähnte 777 aus Doha, eine Qatar Airways, die landet auch auf der Nordwestbahn. Wie weit ist denn, könnt ihr mir helfen und sagen, was ist das hier für ein Flugzeug? Und was passiert damit? Ist das vielleicht Japan Airlines und auf dem Weg nach Tokio später? Das ist da am T2-Bereich. Und Julis Welt hat für uns noch eine Eurowings aus Pristina. Und Michael meint, dass wenn die Hochbahn hier lang fährt, dass das Spotten dann etwas eingeschränkter sein wird. Das ist ja auch unsere Befürchtung. Hier ist ja sowas wie so ein Ersatzbahnhof. Ich glaube, das ist kein richtiger Bahnhof für die Passagiere, sondern so eine Art Nothalt. Aber unsere Hoffnung ist ja, dass die Bahn nicht so hoch hinaus ragt, dass wir mit der Kamera gerade eben hier rüberkommen. Und da ist die Eurowings aus Pristina. Ach, war das schön gestern in Amsterdam, als wir die Landungen ohne Lampen vor der Kamera filmen konnten. Da gibt es keine Zäune. Und das führte leider dann auch zu der Diskussion, wo die Begrenzung zum Flughafen ist. Und ja, wer es gestern mitgekriegt hat, das war sehr spannend, definitiv. Und Daniel meint auch, das wäre nicht der Fall, dass das hier die Sicht beeinträchtigen würde, weil die Schienen doch etwas tiefer sind. Da hoffen wir darauf, wir werden es ja dann sehen. Das Ding heißt zwar Hochbahn, aber es ist nicht ganz so hoch. Es wird ein Stück über Stelzen geleitet. Jetzt im Bild übrigens Enter Air 737. Mausi fragt, ob denn der Frankfurter Flughafen größer wäre als der Amsterdamer Flughafen. Ihr könnt gerne das auch mal bei Flightradar24 nachschauen. Da gibt es die Möglichkeit, Infos zu einem Airport abzurufen. Das ist auf der Autobahn, Krankenwagen übrigens.
Und da könnt ihr so über den Tab General Info könnt ihr euch die täglichen Flugbewegungen anschauen. Der Flughafen Amsterdam hat den Code AMS und der Flughafen Frankfurt hat den Code FRA. Wenn ihr das gerne mal vergleicht, schreibt euer Ergebnis in den Chat rein. Wie viele Flugbewegungen sind durchschnittlich so in Amsterdam und wie viel in Frankfurt? Da müsst ihr einen Durchschnittwert nehmen, denn es ist natürlich an den verkehrsarmen Tagen Samstag weniger als an einem verkehrsreichsten Tag, wie jetzt zum Beispiel Freitag oder Donnerstag. Und das ist wieder eine Embraer von Air Dolomiti. Jan schreibt rein, dass die Enter Air nach Arvidsjaur fliegt. Wo ist das denn? Was ist denn Arvidsjaur? Ist das Island oder Norwegen? Klingt so nach Island. Ich wink mal, gucken, ob die Cockpit-Crew in der Air Dolomiti uns sieht. Nein, kein Pilot Wave, nichts. Alle sehr konzentriert. Heiko grüßt aus Sachsen und Luca hat rausgesucht 3415 Abflüge. Für was denn? Und Jonas hat nochmal reingeschrieben, wo das ist, dieser Ort Arvidsjaur. Das ist in Schweden. Helmut hat es auch nochmal nachgeschaut. Danke. Und die Air Dolomiti ist auf dem Weg nach Triest, die gerade hier vorbeigerollt ist. Das hat auch der Helmut nochmal rausgesucht. Und einige von euch schreiben jetzt rein, wo dieses Arvidsjaur ist. Die meisten tippen auf Schweden, deswegen nehme ich das mal mit. Im schwedischen Lappland scheint das zu liegen. Ja? Lappland gibt es ja in Finnland, aber auch in Schweden. Tim Wagener fragt nach dem nächsten A380 in Frankfurt. Gute Frage, gebe ich so weiter. Oh, jetzt aber nicht die Enter Air verpassen. Die startet auf der Bahn 25 Center. Die grün-weiße Condor von der Nordwestbahn kommt da hinten um die Ecke. Ist da auch schön. Holger Kietz grüßt aus Sachsen-Anhalt. HB Hagen sagt, am Freitag soll zweimal Airbus A380 hier nach Frankfurt kommen. Und seine Katja kommt auch noch mit der LATAM. Wunderbar. Für Hagen ist also Freitag hier der Feiertag in Frankfurt. Der Martin hat nochmal die Infos zu den Flügen nach Arvidsjaur, werden hauptsächlich für Automobilhersteller geflogen. Anstatt Empty Legs, also Leerflügen, wird auf den Gegenstrecken dann werden Angebote für Touristen gemacht. Man kann zum Beispiel dort in Eisiglus übernachten, Huskyfahrten machen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine 747 nach Washington, eine 747-400 nach Bengaluru und eine A340-300 nach Delhi, hat Marcel rausgesucht. Marcel. Um 19.25 Uhr kommt Emirates A380 hier nach Frankfurt. Das sollten wir dann heute Abend mitbekommen. Und wir haben noch eine Emirates 777 in 2 Minuten, hat Jonas rausgesucht. Nochmal allerherzlichsten Dank für eure intensive Mitarbeit. Das freut uns sehr. Dadurch haben alle einen größeren Überblick, was hier an Flugverkehr in Frankfurt in den nächsten Minuten passiert.
was ist jetzt los? Ich finde es interessant, dass ich das nicht ausmachen kann. Benjamin LJ war so nett und hat den Flughafenvergleich gemacht. Amsterdam-Frankfurt. Ich kann gerade nichts sehen, weil bei mir das Netz weg ist. Sind wir denn überhaupt noch da? Bei mir war mal kurz das Netz jetzt weg am Smartphone. Ich hoffe, dass bei euch noch soweit alles in Ordnung ist. Daniel bestätigt, wir sind noch drauf. Helmut hat für uns Turkish Airlines das 300. Flugzeug mit diesem Aufkleber um 13.37 Uhr, das ist ein Airbus A330. Michael schreibt über diese Emirates 777, die im Anflug ist. Und wir sind noch drauf. Ja. Sebastian hat mehr Infos zu der Emirates. Die ist ausgeliefert worden im November 2018 und ist jetzt gerade bei Offenbach vorbeigeflogen im Anflug auf die Centerbahn. Sehr schön. Emirates 777 jetzt gleich hier vor uns. Während wir hier eine Swiss, einen Airbus A220 sehen. Das hat uns ja letztes Jahr unglaublich viel Spaß gemacht in Zürich, in der Heimat dieses Flugzeugs. Da gab es Swiss A220 satt. Schöne Besucherterrasse ist am Flughafen Zürich, können wir nur empfehlen. Ist sogar was für Familien mit Kindern mit einem großen Spielplatz. Dominik schreibt einen schönen guten Tag. Tobias ist zurück. Und HB Hagen erinnert an den A220 Wahlgesang. Ja, das ist so ein spezieller Sound, wenn bei den Triebwerken Gas gegeben wird. Hört sich an wie ein Wahlruf. Und Jan schreibt auch nochmal rein, dass diese A350 von Finnair dieses Jahr noch zurück nach Helsinki gehen. Also das sind die letzten Wochen und Monate, wo man diese Besonderheit sieht, dass Airbus A350 Langstreckenflugzeuge von Finnair hier im Einsatz sind. Und jetzt kommt eine 777.
So, Ellie hat bei sich zu Hause nochmal alles neu gestartet. Dominik schreibt nochmal den Spitznamen dieses Flugzeugtyps rein. Das ist also ein Bigfoot, die 777. Der Martin hat vorhin nochmal die Regelungen reingeschrieben für diese Finnair. Wie das gedacht ist, dass es vertragsgemäß endet. Die Leasingrate ist abgelaufen. Und Jürgen glänzt mit einem Wal-Emoji. Das finde ich ja besonders gut. Sehr schönes Emoji, Jürgen. Glückwunsch. Hagen fragt, wenn jetzt der A220 ein Wal ist, was ist dann der Beluga? Ja, da kommen wir in Konflikte, da hast du recht. Und was kommt da hinten Schönes? Habt ihr das schon erkannt? Können wir jetzt kein Rätsel machen, weil es schon sehr gut zu sehen war. Was ist da rechts im Bild? Markus Gross ist auch dabei, hallo. Julian war vor 5 Wochen von Frankfurt nach Sydney, wow. Itz Salty hat als erstes reingeschrieben, A330 und Thomas Kraftschick ergänzt, das ist die Sri Lankan. Also, die Airline aus Sri Lanka wird dann nachher nach Colombo fliegen. Jetzt wird sie erstmal von ihrer Parkposition rübergebracht zum Terminalbereich und dann geht es meistens 2 Stunden später weiter. Jetzt sehen wir die Qatar 777, die reingekommen ist. Das ist schon ein sehr beeindruckendes Flugzeug mit seinen großen Triebwerken. Dann sehen wir, dass die Finnair sich bewegt, der Airbus A350. Und dann haben wir noch was Schönes für euch, nämlich eine Boeing 747-8. Eigentlich brauchen wir jetzt einen Airbus A319, weil ich im Hintergrund eine Kreissäge höre. Die originale Kreissäge bei den Bauarbeiten für die sogenannte Hochbahn. Men hier, Grüße aus Dortmund. Hallo. Stefan Heimers, Grüße aus Wedel bei Hamburg. Mit dem Stefan Heimers haben wir darüber gesprochen, dass es in Wedel die Schiffsbegrüßungsanlage gibt. In der Schiffsbegrüßungsanlage sitzen auch Kapitäne, aber keine Flugkapitäne, sondern Schiffskapitäne. Und die erzählen da was zu den Schiffen, die auf der Elbe an der Stelle in Wedel vorbei fahren. Ja, was machen die? Fahren? Ja. Dominik Knebel hat die Heavy Time eingeläutet. This is heavy o'clock. Jedenfalls mindestens ein Flugzeug. 747-8 hat mehr Infos. Was ist das? Wo geht's hin? Thomas Peter grüßt aus Baden-Württemberg.
Und Martin hat für uns zwei Kreissägen rausgesucht, aber auf der Bahn 1.8. Und Stefan Heimers sagt nochmal den Namen zu der Schiffsbegrüßungsanlage. Das ist das Willkommhöft. Falls ihr in der Nähe seid, unbedingt dahin. Da ist es echt super. Am schönsten natürlich, wenn es warm ist und man dort in einem Sonnenstuhl sitzt. Werner Ansorger grüßt aus Siegen und Bastian schreibt rein, dass diese 747 jetzt auf dem Weg nach Washington ist. Martin hat für uns die Flugnummer, das ist LH418 und die haben die Startvorgabe. Jetzt geht's los auf der Bahn 25 Center nach Washington, D.C., USA. Flughafen Dulles. Dulles geschrieben. Ja, wenn wir nachher auf der 1.8 sind, an der 1.8, dann hoffe ich, dass wir da mehr von zeigen können, von den Starts. Jetzt aber im Bild Emirates 777 und die Sri Lankan, der Airbus A330, rollen gleich rein. Und jetzt haben wir noch 5 Euro Spende über den Superchat von Mandy Gerlach. Vielen Dank, Mandy, für deine Unterstützung. Ich meine, du hast uns auch schon mehrfach unterstützt. Vielen, vielen Dank. Emirates 777 und Sri Lankan Airbus A330. Jetzt könnt ihr also wirklich schön vergleichen. Triebwerksgröße zum Beispiel. Die von der 777 haben größeren Durchmesser, scheinen aber kürzer zu sein. Der A330 hat Winglets, also hier solche Flügelspitzen, die nach oben zeigen. Das hat die Boeing 777-777 nicht. Und auch am Heck unterscheiden die sich. Bei der Emirates sieht es so aus, als wenn da jemand so einen Handkantenschlag hinten dran gemacht hat. Und bei dem Airbus A330 ist es eher rund. Bernd Möller unterstützt uns mit 5 Euro und Minia mit 5,99 Euro. Vielen Dank für eure liebenswürdigen Spenden über den Superchat. Das können wir sehr gebrauchen. Wir brauchen jeden Cent, denn wir sind für euch an verschiedenen Stellen unterwegs. Planemania sitzt in Berlin. Wir sind auch nicht selten am Flughafen Berlin-Brandenburg. Wir sind aber auch für euch unterwegs. Nach Frankfurt, Düsseldorf, München waren wir vor kurzem. Amsterdam, Schiphol. Ich würde euch auch gerne die Condor zeigen, auch sehr, sehr schön. Aber die beiden, die Emirates und der Sri Lankan Airbus zusammen auf einem Bild, gefällt mir auch außerordentlich gut. Bernd Möller unterstützt uns mit, Jürgen Ruf unterstützt uns mit 7 Euro für 700 Zuschauer. Da brauchen wir noch 5 Cent. Vielen Dank, waren vielleicht gerade. Der Martin hat für uns noch Queen Abflüge Lufthansa heute Nachmittag noch zweimal 747-8 und einmal 747-400. Und zum Ladenschluss heute Abend haben wir dreimal 747-8 und einmal 747-400. Vielen Dank, dass ihr uns mit dem Superchat unterstützt. Was ich erstaunlich finde, dass ich die Temperaturen ein bisschen unterschätzt habe.
Denn ich war jetzt nur wirklich 4 Tage draußen bei Temperaturen um 2 Grad und letzte Woche auch bei Minustemperaturen, aber es war selten so kalt wie heute, wo wir fast angeblich 4 oder 6 Grad haben. Ja, ich verstehe das gar nicht, dass ich jetzt hier besonders friere, wo es die letzten Tage laut Wetter, Temperatur kälter war. Das muss an dem feisten Wind liegen. Der A330, der Condor geht auf die Centerbahn. Und wir haben noch was, was wir jetzt in der heutigen Show noch nicht hatten. Noch was sehr, sehr Schönes. Nämlich ein Airbus A340-300. In der Star Alliance Livery. Christian Winkel, vielen Dank für die Unterstützung in Schweizer Franken. Damit zeigst du uns allen auch nochmal, dass wir kein Problem damit haben mit Fremdwährungen. Das nehmen wir gerne an. Ihr könnt uns auch was in Kopeken spendieren. Da freuen wir uns sehr drüber. Muss aber keine finanzielle Unterstützung sein. Genauso wichtig ist die Unterstützung im Chat mit euren Fluginformationen. Ihr haltet damit das Ganze lebendig. Helmut hätte gerne früher mal bei Lufthansa oder LTU gearbeitet. Schon das Schaf schreibt rein, selber schuld, wenn man sich direkt in den Wind stellt. Da hast recht. Die Luftfahrtallianz, gegründet von Lufthansa United, dazu gehört auch Turkish Airlines, nennt sich Star Alliance. Ein gewisser Prozentsatz der Flugzeuge muss dann in dieser Sonderlackierung unterwegs sein. Das ist Vertragsbedingung, wenn man Star Alliance Mitglied werden möchte. Charlie grüßt und bestätigt, dass bei ihm auch kalt ist. Rote R28, das kann ich bestätigen, dass die Condor nicht mehr verwandt oder verschwägert ist mit der Lufthansa. Erkennt man daran, dass es dazu kommt, dass Eurowings Discover gegründet wurde, eine Fluggesellschaft, die zufälligerweise die ein oder andere Condor-Strecke auch jetzt neu im Programm hat. Was könnte das denn sein? Dominik Knebel hat nochmal die Destination der Finnair rausgesucht. Der Airbus A350 geht gleich über die 18 nach Orlando in Florida. Ja, und Eurowings Discover, wenn die selber kein Fluggerät haben oder Crews, das zu beredern, bedienen die sich eines Wet-Lease-Partners, in dem Fall Finnair. M. Goertz hat für uns nochmal einen Überblick. Condor aus Havanna, Kuba, ist im Anflug auf die Nordwestbahn. Kommt gerade aus den Wolken. Wir bleiben aber bei dem Airbus A340-300. Wir haben vorhin Airbus A340-600 gesehen, schaut nochmal den Unterschied. Die Triebwerke bei dem A340-300 sind spürbar und sichtbar kleiner. Über 700 Zuschauer sind dabei. Wir haben heute Dienstag, den 31. Januar 2023. Das ist Planespotting live von Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt-Main.
Das Plane Mania Team grüßt euch. Mein Name ist Thomas. Frank Schmitz grüßt aus Saarbrücken. Gamer Mario ist grüßt auch vom Mittagstisch. Hallo. Weitere Ankünfte von M. Götz, türkisch A330 aus Istanbul, British Airways A319 und Lufthansa A320 Neo aus London Heathrow. Dazu Saudi Airbus A320 aus Jeddah. Ich würde euch jetzt gerne auch nochmal die Condor im Anflug zeigen, möchte aber auch nicht die Lufthansa Star Alliance verlieren, denn die kriegt jetzt eine Freigabe zum Start. Oh Nord, Grüße aus Holland. Da waren wir gestern. Wir waren gestern in Amsterdam. Amsterdam Schiphol. Und das ist der Lieblings-Spotter-Point von Colonia Agrippina. Jetzt kann ich doch noch mal rausziehen und euch die Condor zeigen im Anflug. Da oben rechts kommt sie jetzt ins Bild. Condor 767. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die Condor ersetzt diesen Flugzeugtyp auf der Langstrecke. Diese kommt jetzt hier aus Havanna in Kuba. Das wird ersetzt mit den Airbus A330, die wir ja schon gesehen haben. Und jetzt geht's los bei der Lufthansa hier Starlines Livery A340-300. So, eigentlich Zeit jetzt wieder die Airbus A340-300 Witze rauszuholen. Startet nur wegen der Erdkrümmung und 5 APUs sind da unterwegs, ne? Eurowings A330 Pushback. Und Jürgen weist nochmal darauf hin, dass wir gleich eine Turkish Airlines sehen mit einem besonderen Sticker. Sticker ist Aufkleber. Und zwar das 300. Flugzeug wird da gefeiert. Bei so einer Erklärung komme ich immer ins Straucheln, weil ich frage mich, ist das denn das 300. Flugzeug in der Flotte? Was ich nicht glaube, das 300. Airbus-Flugzeug in der Flotte oder der 300. A330 jemals gebaute. Das müssen wir nochmal rausfummeln. Und Daniel Vogt hat einen Witz gemacht, den ich nicht mitgekriegt habe. Oder wer hat da einen Joke gemacht? Gamer Mario, nee, es regnet aktuell nicht, aber wir haben so eine Art Windwarnung. Airbus A319 der Lufthansa. Wir bleiben aber bei der Eurowings Discover, die befindet sich im Pushback. Das ist so ein schönes Bild mit diesem Vorfeld-Tower dahinter. Wir grüßen mal alle Leute, die im Vorfeld-Tower sitzen. Vielleicht schaut ja jemand zu. Kevin hat für uns British Airways aus London in 8 Minuten. Danke.
Und Sebastian hat auch noch mal Infos zu dem türkischen Airlines A330, der gleich kommt. Sehe ich ihn denn schon? Nee, ich sehe ihn noch nicht. Der ist seit Februar 2016 bei Turkish Airlines und heißt Refahihi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine Stadt in der türkischen Provinz Erzincan. Kommt jetzt, hat er geschrieben, in 3 Minuten wird es wahrscheinlich jetzt nur noch 2 Minuten sein, kommt ein Turkish Airlines A330. Wir haben gerade aktuell 788 Zuschauer. Schaffen wir denn heute noch die 800? Könnt ihr noch jemanden einladen? Fällt euch jemand ein, der sich auch für Flugzeuge interessiert? Und zwar für Planespotting Live ist das. Wir haben 13.32 Uhr am Dienstag, dem 31. Januar 2023. Und unser Kanal heißt Plane Mania. Mein Name ist Thomas. Ja, Lachen kostet bei uns auf jeden Fall extra, Dirk S. Dominik Knebel hat rausgesucht, dass dieser Airbus A319 der Lufthansa auf dem Weg nach München ist. In München waren wir vor 2 Wochen oder letzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr. Denkt nochmal an unser Schneeabenteuer von München. Das war nicht so kalt wie heute. Pippi schreibt rein, Innsbruck grüßt Frankfurt. Das ist das Stichwort, um wieder mal auf unsere Innsbruck-Dokumentation hinzuweisen. Plane Mania ist nicht nur ein Livestream-Kanal, auch wenn das manchmal so aussieht, dass wir viele Livestreams machen. Wir sind vor allen Dingen ein Dokumentationskanal. Sehr viele Cockpit-Dokus. Wir sitzen also gerne vorne drin. Und über dem Flughafen Innsbruck gibt es eine sehr, sehr schöne Dokumentation mit allen Perspektiven aus dem Cockpit, aus dem Tower und so weiter. Schaut euch das gerne in unserem YouTube-Kanal von Plane Mania an. Das freut uns sehr. Dominik erinnert in München an den waagerechten Schnee, der mir wirklich Angst gemacht hat, weil ich Angst um unser Equipment hatte. Deswegen sind wir jetzt auch erstmal mit der Ersatzkamera unterwegs. Helmut schreibt nochmal rein, dass Innsbruck einen der schönsten Anflüge hat. Und vielleicht kann man das nochmal sehen. Es wurde ja gerade gefragt, regnet es hier bei uns? Es ist hier so eine fiese Wolke gerade unterwegs aus westlichen Richtungen. Die macht mir auch ein bisschen Angst. Damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Es wurde ja ursprünglich vorhergesagt, dass es heute nicht regnen soll. Bali and More sagt, wow, toller Kanal, gerade erst gefunden, sitze hinterm Airport Denpasar auf der Insel Bali. Hallo. Da ist der Arthur, hallo. Na, hallo. Schön, dass du vorbeikommst. Ist das weit für dich zu fahren nach Frankfurt? Ist das weit für dich? Knappe Stunde. Eine Stunde, doch. 50 Minuten. Also, unser Zuschauer, Ballonfahrer Arthur ist da. Habe ich daran erkannt, dass er eine Jacke trägt, wo drauf steht Ballon Team Taunus. Das Wetter ist jetzt nichts für dich, ne? Nein, nein, wir haben eine Ruhepause. Hast du Lust, willst du ans Mikro kommen? Ja, klar. Super, dann bereite ich das mal eben vor. Das ist doch klasse. Und wir sehen hier Pushback. Wir müssen das nur so machen, dass du mich verstehst. Am besten gehst du hier rechts, ja, glaube ich, hin, ne? Weil es ist ja wirklich unglaublich laut. Ja, ja. Also du musst aber nicht hier drauf. Nein. Weil es könnte kollidieren mit der Kamera. Müssen wir gleich mal gucken. Also ich verkabel mal eben den Arthur. Es ist ja schön, dass du vorbeikommst. Ja, hat aber endlich Zeit. Ja. Jetzt habe ich die Jahreszeit, wo bei mir Zeit ist. Ja. Kannst du denn noch mal kurz erklären, wann ist denn so deine Saison? Ja, geht also so Mitte, Ende März bis Oktober darum. Ja. Und du? Wetterabhängig halt, das ist sehr, sehr wetterabhängig. Ja. Das ist also ein sensibles Luftfahrtgerät. Ja. Also Mitte März bis Oktober ist der Arthur mit dem Ballon unterwegs. Kann man da eigentlich sowas sagen, welche Größe hat der oder welches Volumen hat so ein Ballon, ja, bei euch im Durchschnitt? Ja, ich fahre ja gewerblich, ja, und wir haben einen Ballon, der hat 5000 Kubikmeter mit 6 Passagieren. Warte, ich komme gleich dazu, kommt gerade Turkish Airlines A330 rein. Mach mal.
Ich verkabel den Arthur mal eben, dann kann er das nochmal sagen. 5000 Kubikmeter. Ja, und vorne links ist bei dieser Turkish Airlines jetzt dieser 300. Sticker. Habt ihr schon in den Chat reingeschrieben, was denn da 300. ist? In der Turkish Airlines Flotte, der 300. Airbus A330, glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe es dann übersehen. Postet es gerne mehrfach rein, bis ich es im Chat sehen kann, weil ich muss ja gleichzeitig filmen, den Arthur bei Laune halten. So. Eins, zwei. Ich mach das mal so. Ups. Oder möchtest du das so halten? Geht das? Kann halten, ist auch egal. So im Abstand von so, ja. Ja, erst nochmal herzlich willkommen, Arthur. Ja, schönen guten Tag alle zusammen bei dem stürmischen Wetter heute hier am Fraport. Wie sind denn, also du hast gerade mal was zu dem durchschnittlichen Volumen eurer Ballons gesagt, mit denen ihr so unterwegs seid, und du sagst, du machst das kommerziell, also du bist so eine Art Luftfahrzeugführer? Ja, ich habe eine Berufspilotenlizenz, gibt es auch im Ballonbereich, ja. Und wir haben zwei Ballone vom Lahntal Ballonteam. Der eine hat über 7000 Kubik, dann nimmt 10 Passagiere mit. 10? 10 Passagiere, und den ich fahre, der hat 5100 mit 6 Passagieren. Ja, ist halt eine sehr, sehr, sehr wetterabhängige Geschichte, weil bei uns muss das Wetter wirklich hundertprozentig passen, damit wir in die Luft gehen. Und da sitzt man dann oder steht man in so einem Korb. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch ist der? Ich hätte erstmal Angst, dass ich so da rausfalle, wenn er nicht hoch genug ist, oder? Nee, Korbrand ist bei der gewerblichen Ballonfahrt vorgeschrieben, mindestens 1,15 Meter. Und das ist hoch genug, also da kommt man nicht drüber, ja. Und ihr nehmt auch Familien mit Kindern mit? Gibt es da so eine Mindestgröße? Ja, die Kinder müssen schon über den Korbrand drüber gucken können. Also ja. Ab 1,15 Meter? Hm? Ja, so ungefähr. Kommt das Alter auch ein bisschen drauf an. Sonst ja. Macht es auch keinen Spaß, guckt man die ganze Zeit vom Korb. Nee, gerade bei kleinen Kindern, ja. Jeder kennt das, wenn er im Auto losfährt, dann geht es nach 5 Minuten, wann sind wir denn da, ja. Und beim Ballon ist man ja 1 bis 1,5 Stunden in der Luft. Und da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Hadi sagt doch Mikro etwas näher, also so auf 5 cm ran. Ja. Ja? Okay. Und was wäre jetzt so das ideale Wetter, wo du sagst, okay, bei dem Wetter fahre ich jetzt gerne? Ja, Winter muss schon mal, wenn dann, gefroren sein, der Boden, weil wir müssen irgendwo mit dem Auto auf eine Wiese, um das Gerät aufzubauen. Ja. Ja. Vom Wind her ideal, am Boden ruhig, oben flott, so ab 200, 300 Meter Höhe kann der Wind ruhig ein bisschen flotter gehen, damit wir vorwärts kommen. Aber zum Aufbauen muss es schon ziemlich windstill sein. Deswegen fahren wir Ballon in der normalen Zeit nur früh morgens oder spät abends, wenn wir keine Thermik mehr haben. Okay. Das ist die Zeit zum Ballonfahren eigentlich. Dann ist das, was du machst, ja auch sehr wichtig, dass du Wetterkarten auslesen kannst, dass du solche Apps nutzt. Kannst du uns da mal sagen, was für Apps nutzt du? Ja, wir haben, bei uns ist vorgeschrieben, wir haben das PC-Met. Ja. Das müssen wir uns angucken, auch ausdrucken, mitführen bei der Ballonfahrt. Das ist bei der gewerblichen Ballonfahrt ein bisschen anders als bei der privaten. Da gibt es viele Vorschriften halt, und PC-Met ist für uns das A und O. Natürlich nutze ich auch andere Apps, ja, also Meteo Blue oder auch Windy, die Geschichte, ja, da kann man also sich eine Meinung von verschiedenen, weil PC-Met ist nicht alles richtig immer, ja, und das sind alles Modelle, alles Vorhersagemodelle, und mit mehreren Modellen kann man sich da halt eine gute Meinung bilden, und wir fahren nur Ballon, wenn es absolut sicher ist, dann bleiben wir lieber am Boden. Okay. Und gibt es dann für die Passagiere sowas wie eine Geld-Zurück-Garantie, wenn jetzt, ich sag mal, die haben bezahlt, gebucht und jetzt geht es nicht los? Oder nein, das, wie muss man sich das vorstellen? Nee, beim Ballonfahren ist es manchmal so, es gibt Passagiere, die haben gebucht den ersten Termin und die gehen in die Luft. Aber wir haben auch schon Passagiere gehabt, die haben 3, 4, 5 Jahre gebraucht, bis sie dran waren. Weil immer dann, wenn sie Zeit gehabt hatten, hat das Wetter nicht mitgespielt. Also bis jetzt haben wir jeden in die Luft gekriegt, der auch gebucht hat, ja. Ah, hier haben wir eine Frage von Martin aus dem Chat, der fragt, wie funktioniert die Route in der Abstimmung mit der Flugsicherung aufgrund der Windrichtung? Also du musst dich ja auch mit der Flugsicherung absprechen, ja, aber ja. Ihr habt ja kein Funkgerät an Bord. Doch, doch. Ja? Doch? Wir sind ein ganz normales Luftfahrzeug. Ich habe das gleiche Funkgerät drin wie jeder Flieger, der auch hier in Frankfurt fliegt. Ja.
mit den allen Frequenzen drin, das ist vorgeschrieben. Und Kontrollzonen ist für uns tabu, also da dürfen wir nicht fahren, das gehört zur Fahrtvorbereitung dazu, dass wir unsere Fahrt so planen, dass wir keine Verkehrsflughäfen stören oder behindern. Wenn es nicht anders da geht, muss man halt im Funk sich anmelden, Transponder dabei haben, ist dann Pflicht, wenn man in die Kontrollzone reinfahren will. Aber das versuchen wir zu vermeiden natürlich. Gut, also ich warte noch darauf, dass ihr noch Fragen habt, die ich hier lesen kann. Frank Brüning bestätigt, dass Ballonfahren vor allen Dingen auch in den Niederlanden schön ist. Ich denke, einfacher zu berechnen, weil man ja ein sehr flaches Land hat. Oder ja, wo macht es dir mehr also Spaß? Ich bin schon in Österreich gefahren oder in Deutschland fast überall schon gefahren. Und jede Landschaft hat seine Reize. Natürlich Niederlande, wenn die Tulpenblüte ist, man sieht das von oben, da gibt es wunderschöne Bilder von den Kollegen, die das ja auch in Facebook immer reinstellen, so wie ich auch. Ja. Und das ist eine herrliche Landschaft, aber ich fahre jetzt seit 23 Jahren und fahre jetzt hauptsächlich nur noch hier im Taunus und im Lahntal und das ist einfach eine herrliche Landschaft. Aber wie gesagt, jede Landschaft hat seine Reize. Julis Welt beschreibt, dass sie mal einen Ballon in Form eines Schraubenschlüssels gesehen hat. Man sieht ja manchmal bei so Ballonfestivals unterschiedliche Formen. Was ist so das Verrückteste, was du jetzt bis jetzt gesehen hast? So? Ja, es gibt so gut. Ist wahrscheinlich rund. Es ne? gibt so gut, was es nichts mehr gibt mittlerweile an Sonderformen. Ja. Es gibt nichts, was es nichts gibt, so wollte ich sagen. Ja. Kollege von mir, der fährt jetzt eine ganz kuriose Sonderform, der Markus Strauf hier aus der Nähe von Nümbrecht. Ja. Der hat einen Schraubendreher von der Firma Vero heißen die, glaube ich, die Schraubenzieher. Ja. Ja. Und das ist ein ganz kurioser Ballon, länglich oben wie der Griff. Und wenn der in der Luft ist, lässt er dann so eine Stoffbahn runter, die sich mit Kaltluft füllt. Und dann sieht er aus wie ein richtiger Schraubenzieher, der in der Luft ist. Also eine ganz wunderbare Sonderform. Und es gibt, wie gesagt, nichts mehr, was es nichts gibt. Ob das eine Postkutsche ist oder ein Fußball. Ist doch eine Frage des Geldes natürlich, die kosten einen Haufen Geld. Die Hersteller von sowas, sitzen die in Deutschland oder wo kauft man so einen Ballon? Ja, es gibt in Deutschland einen Hersteller, die Firma Schröder in Schweiz bei Trier. Und wir haben einen Ballon, der ist aus England, von Lindstrand. Und den ich fahre, der ist ein tschechischer Hersteller, die Firma Kubicek, die mittlerweile weltweit Ballon verkaufen und auch eine sehr, sehr gute Qualität haben. Ja. Wir gucken uns mal eben Eurowings A330 Start ja, an. Ja, na klar. Eurowings Discover. Janine fragt, ob ihr auch in Warstein seid auf der Mongolfiade. Machen wir erstmal, mach ich gleich. Ja. So, zwei Flugzeuge zum Preis von einem und jetzt noch eine 777 von China Eastern dazu. Schaut mal, was für ein Hobel. Ja, erzähl mal was von der Mongolfiade. Ja, Mongolfiade war ich früher sehr oft gewesen, fast auf jeder Veranstaltung in ganz Deutschland gewesen, auch in Warstein. Und es ist ein tolles Erlebnis. Wir waren in Warstein einmal samstags abends, vergesse ich nie in meinem Leben, mit 220 Ballons gleichzeitig in der Luft. Und da gehört natürlich auch viel Disziplin dazu, dass man das alles handeln kann in der Luft. Da muss man aufpassen, was ober einem, unter einem ist. Aber das machen wir die letzten Jahre nicht mehr, weil wir haben so viele Passagiere zu fahren, die hier in die Luft wollen. Und da fahren wir nicht mehr auf Veranstaltungen. Aber es war eine schöne Zeit. Was muss man sich denn so vorstellen? Wir wissen, dass so ein Airbus A380, wenn man den kaufen will, dann kostet der so 400 Millionen Euro. Was muss man denn für einen Korb und einen Ballon hinlegen, wird hier gefragt. Ja, kommt ein bisschen so auf die Größe drauf an, aber einen kompletten Ballon muss man so um die 50.000 rechnen. Hülle mit Korb und Brenner und sowas. Da kommt natürlich noch ein Allradfahrzeug dazu, das brauchen wir später noch oder brauchen wir, wenn man fahren will.
bisschen Equipment, Funkgeräte dazu. Also so im Bereich zwischen 50 und 100.000 bewegen wir uns da. Boah, Wahnsinn. Helmut empfiehlt das Ballonglühen am Tegernsee. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ne? Ja, Ballonglühen ist immer eine ganz tolle Sache. In den Abendstunden werden dann die Ballone im Dunkeln aufgebaut und mit dem sogenannten Kuhbrenner werden dann die Hüllen beheizt. Das heißt, der Kuhbrenner ist normalerweise, wenn wir über Tiere fahren, ein Brenner, der leiser ist, aber heller. Und den nehmen wir dann zum Ballonglühen und das machen wir dann im Takt mit Musik. Da gibt es also ganz, ganz tolle Sachen, Choreografien. Ich habe selber mal eine geschrieben, habe das in Leipzig und in Wolfsburg mal in der Nähe waren wir gewesen, haben wir das gemacht. Weilburg war früher immer ein wunderschönes Ballonfestival, da wo ich herkomme aus der Nähe. Und da werden wir auch dieses Jahr, wenn die Kirschweih in Weilburg ist, wieder so eine lockere Veranstaltung ohne Veranstaltungsdruck machen, sondern ganz locker fahren und abends auch ein Ballonglühen wieder machen. Das ist eine tolle Sache. Toll. Dann schauen wir uns jetzt gleich die China Eastern an, wie die hier auf der Bahn 25 Center startet. Small information for the English speaking viewers, what we are talking about. With me here at Frankfurt Airport is Arthur, Ballon Driver, is it the correct English word? Ballon Pilot from Germany. And he is talking about his balloon. And what is the maximum height, also die größte Höhe, wo ihr so rauffahren könnt, was noch so sicher oder gemacht ja, also wird? Der Luftraum ist hier, also hier in Frankfurt nicht, sondern ein bisschen nördlicher, wo ich fahre, darf ich so bis knapp 3000 Meter Höhe gehen, ohne mich anzumelden. Und das kommt dann ein bisschen auf den Luftraum drauf an, wo wir dann wenn wir tiefer gehen hier im Taunus, dann müssen wir uns bei der Flugsicherung anmelden. Die Destination reingeschrieben, war das PVG Shanghai bei dieser China Eastern? Das jetzt nicht mitgekriegt, sorry. 777 Bigfoot auf der 25 Center. Und gleich, Kevin hat es rausgesucht, Vietnam Airlines Dreamliner auf dem Weg nach Hanoi. Was ist denn für dich hier so interessant, wenn du hier am Flughafen bist? Wo fängst du an, mit der Zunge zu schnalzen? Bei welchem Flugzeug? Ja, ich gehöre also zu den Verrückten, die alles lieben, was sich in der Luft bewegt. Ja. Als kleines Kind schon habe ich Flugzeuge begeistert. Ich bin aufgewachsen hier so 15 Kilometer nördlich vom Flughafen. Und wir haben immer einen Blick zum Flughafen gehabt. Und ich war schon als Kind immer gerne hier gewesen. Und also einen Favoriten habe ich natürlich nicht. Was natürlich schön ist, wenn man so ein Oldtimer kommt. Ja. Ich bin schon mit der U-52 mal geflogen. Da sind wir damals hier am Frankfurter Flughafen gestartet. Das sind natürlich ganz besondere Highlights. Aber ansonsten, ich begeistere mich für alles, was sich in der Luft bewegt. Ja. Das fing bei mir als kleines Kind an mit Fallschirmspringen schon bei der Bundeswehr nachher. Das war mein Traum als kleines Kind. Das habe ich verwirklicht. Wo war das? Wo ist die Kaserne gewesen? Oder? Ich war in der Luftlandeschule in Altenstadt im Schongau. Und später in der Fernspähkompanie in Herborn-Seelbach und bin auch dann im Verein in Gelnhausen noch gesprungen. Und ja, ich glaube, Thomas, da kommt wieder einem Anflug. Möchtest du aber erst was kommentieren dazu? Ja, gerne. Würdest du auch vor die Kamera treten? Ja, klar. Ja, gehst du mal kurz. Ich zeige euch mal den Arthur, damit ihr gesehen habt, und seine Jacke. Hallo. Also kompetente Persönlichkeit, mit der man gerne in bis zu 3000 Meter hochsteigt. Aber da wird es schattig dann, ne? Habt ihr noch eine weitere Heizung an Bord außer dem Brenner? Ja, der Brenner gibt schon genug Wärme ab und es gibt kein schlechtes Wetter, sagt man so schön. Es gibt nur schlechte Kleidung. Genug warm einpacken, dann funktioniert das. Mit den 3000 Metern, man kann natürlich auch höher gehen. Ja? Bei Alpenüberquerungen mit dem Ballon, da ist man in Höhen von 5.000 bis 6.000 Meter Höhe unterwegs dann. Aber da muss man halt Sauerstoff mitführen noch. Das ist die Saudia aus Jeddah, die hattet ihr auch im Chat angekündigt. A320 auf der Bahn 25 links.
Also bitte entschuldigt, wenn wir heute auch in den Flugverkehr reinsprechen. Das machen wir normalerweise nicht, dass wir Starts und Landungen durchlaufen lassen. Hier ist nochmal die Turkish Airlines mit dem 300. Sticker. Ich habe immer noch nicht mitgeguckt, für was der 300 ist. Ich gucke nochmal, ob es eine Frage an dich gibt. Ja. Erstmal auf jeden Fall schöne Grüße. Danke. Andrea fragt, ob Ballons, wie ist denn die Mehrzahl? Ballons. Ballone. Keine Transponder haben. Haben die nicht, ne? Ist noch nicht Pflicht, wird irgendwann auch kommen. Wir haben aber einen dabei. Ja, wenn wir gerade hier in der Nähe sind von Flughäfen, wenn wir Frankfurt im Taunus fahren, dann haben wir meistens einen Ballon dabei. Aber vorgeschrieben ist es noch nicht. Dann sprechen wir mal kurz über unser Programm hier. Der M. Görz ist ein Zuschauer, der macht immer so einen Überblick. Das lese ich mal kurz vor. Der M. Görz hat für uns 777-200 aus San Francisco oder nach San Francisco. Hibernian Mitsubishi CRJ, die lange Zigarre, CRJ 1000. Lufthansa Cargo 777 Chicago, Lufthansa A321 Palma, Lufthansa A320 Budapest, Air Cairo A320 Neo, Hurghada und Egypt Air 787-9 von oder nach Kairo. Ich glaube, das ist alles reinkommend. Und wir haben jetzt eine 777 für die Nordwestbahn Runway 25 Right. Und es sieht mir schwer nach einer United aus. Was ja letztens in den Medien war zum Thema Ballon, das ist so jedes Mal, wenn sich das jährt, das sind diese Grenzübertritte von der DDR nach West-Berlin oder Bundesrepublik, die Fluchten mit dem Ballon. Hast du dir da mal die Storys durchgelesen, wie die Leute das gemacht haben? Ja, ja, ich habe den Film auch mehrmals gesehen und was damals passiert ist, es war wirklich sehr, sehr gefährlich, was sie gemacht haben. Aber man kann mal sehen, wie verzweifelt damals die Leute waren, um sowas überhaupt zu machen. Aber man hat gesehen, die Technik hat funktioniert. Sie haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt bei der Landung, dass das ohne große Blessuren über die Bühne gegangen ist. Aber wenn man verzweifelt ist, so wie die damals waren, dann macht man halt solche Sachen auch, ja. Aber der Film, der ist ja nochmal neu verfilmt worden, dann eine tolle Geschichte gewesen. Ja, also ganz, ganz wunderschön gemacht. Das ist die eine Story von den zwei Familien, die zusammenflüchten wollten oder das eben auch schlussendlich geschafft haben. Die wussten dann, als sie gelandet sind, gar nicht, wo sie sind, ob sie schon im Westen sind oder noch in der DDR. Und wo ich wohne, in Berlin-Zehlendorf, gibt es leider eine traurige Story von einer Familie, die das versucht hat mit einem Ballon. Und dann ist das so gewesen, dass eine Person nicht mitgefahren ist, beziehungsweise nicht mehr in den Korb kam. Es gab eine hektische Situation und dann war schlussendlich das Gewicht zu gering, wie vorher berechnet war, weil nur eine Person an Bord war und diese Person ist dann so hoch hinaufgeschossen, dass sie dann, glaube ich, unterwegs erfroren ist. Ja, ich glaube, das war auch ein Gasballon gewesen. Das war auch kein Heißluftballon, so eine ganz skurrile, traurige Geschichte. Ja. Ich habe es auch gelesen damals. Ja. Ja. Aber sieht man wieder, wie verzweifelt die Leute halt damals bei dem System waren. Ja, ja, komplett verzweifelt, weil man es auch kaum so beeinflussen kann. Und wirklich zu versuchen, von Ost-Berlin nach West-Berlin mit einem Ballon zu flüchten, das ist die Hibernian CRJ 1000. Wie soll man West-Berlin leicht treffen? Ja, das ist ja total schwierig. Bei der Landung. Da ist der Flüchtende verstorben leider. Da gibt es auch eine kleine Gedenkstätte in Berlin-Zehlendorf. Diese Gedenkstele. Wir sowieso überall in Berlin Infotafeln zu den Mauertoten zu finden sind. So, haben wir noch eine Frage? M. Götz hat ja auch reingeschrieben, das waren alles die Ankünfte. Ja, also ich muss nur richtig lesen, dann kann ich eure Informationen auch besser verantworten. Hat er noch mal reingeschrieben.
M-Girls hat noch weitere Ankünfte für uns. Das geht noch munter weiter. Ich muss mir jetzt gleich mal was raussuchen, wo wir dann die Pause starten können. Denn ich möchte ja am Nachmittagabend für euch auch noch mal aktiv werden. Du hast für uns die Lufthansa Cargo 777 aus Toronto um 14.25 Uhr, 747 aus Mexiko 14.30 Uhr, Korean Air 747-8 aus Incheon 14.32 Uhr, Asiana A350 ebenfalls aus Seoul 14.47 Uhr, LATAM 777 aus Sao Paulo 14.37 Uhr, was da alles abgeht innerhalb von den 15 Minuten, 14 Uhr irgendwas und jetzt Lufthansa 777, Lufthansa Cargo. Wir hatten über die Alfi gesprochen, die ist auch hier. Gruß an Fukudoyen mit seinem Projekt Cargo Human Care. Und das heißt für uns, bis 14.30 Uhr muss ich hier noch durchhalten. Also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde müssen wir irgendwie schaffen. Deswegen machen wir gleich Gerätecheck und dann freuen wir uns auf diese ganzen Heavies, die hier reinkommen. Und die Saudia jetzt auch nochmal für euch. Aus Jeddah ist sie reingekommen. Airbus A320 hier auf der 25 links. Und so Urlaubsflüge, machst du sowas auch? Oder bist du dann eigentlich eher in deiner... Da ist ja, der Sommer ist ja deine Hauptsaison. Da kannst du keinen Urlaub machen. Nein, nein. Hast du noch drauf, oder? Bitte? Hast du noch drauf, oder? Ja, klar. Ach so. Ja, nee. Urlaub ist bei mir die letzten 10 Jahre im Sommer nicht gewesen, weil das ist die Zeit, wo wir Hauptsaison haben und die müssen wir natürlich ausnutzen. Jeffrey Kraus fragt, wo wir nach der Pause sind. Nach der Pause möchte ich zur 1.8. Also den ganzen Autobahnlärm, den ganzen Tag möchte ich mir nicht geben. Das ist wirklich psychologisch, finde ich, für Planespotter echt anstrengend hier. Hut ab an alle, die das regelmäßig machen und vor allen Dingen viel hier sind. Da muss man einige Nerven haben. Oder irgendwie so ein Noise Cancelling Kopfhörer, das wäre auch mal eine Idee. Aber wir Schallschutzwand beantragen ja, hier. Ja. Damit man den Flugzeugsound besser per Schall einfangen kann, genau. Dann geht es zur 1.8 rüber. Heute Abend, heute Nachmittagabend machen wir eine 1.8 Session. Ich hoffe, ihr seid dabei. Maria schreibt nochmal, dass wir 58.600 Abos haben und du hast auch noch eins dazu dagelassen. Das wären also 58.601 jetzt mit Marias Abo. Das freut uns sehr. Und HB Hagen fragt auf LATAM. Also es hat jemand LATAM gesagt und deswegen bleiben wir noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und Thomas Kraftschick macht hier den Pausenclown für uns. Du meinst, diese Korean Air Cargo könnte das Closeout sein. Das ist doch ein guter Hinweis. Sehr schön. Und jetzt kommt nochmal von Maximilian die Frage. Die hattest du, glaube ich, vorhin schon mal beantwortet. Wie schwer ist das Ganze, der Ballon plus der Korb? Ihr müsst ja auch einen guten Hänger dann haben, wo das... Ja, ja. Also wir haben ein maximales Abfluggewicht bei diesem Ballon, den ich habe, von 1,7 Tonnen inklusive Passagiere. Das ist das maximale Abfluggewicht oder... Die reine Gewichte sind so um die 500 Kilo ungefähr. Ja. Okay. Also die Gasflasche, eine Gasflasche 70 Kilo, der Korb 110, die Hülle knapp 200. Ja, und da summiert sich halt dann Instrumente dazu und Brenner. Was ist die größte Gefahr? Feuer? Ja, größte Gefahr ist einfach das Wetter, weil es unberechenbar ist. Ja. Man hat ja dieses Jahr leider wieder einen Unfall gehabt, wo es einen Toten gab beim Start, wo der Ballon beim Start von der Windböe weggerissen ist beim Aufbau und hat das Verfolgerfahrzeug mitgenommen, wo der Ballon dran gefesselt ist. Und das war also ein Unfall, der war also wirklich nicht vorhersehbar, weil es war vorher ruhig, es war danach ruhig. Und das ist die größte Gefahr, ist das Wetter beim Ballonfahren. Deswegen, wir haben schon Fahrten am Startplatz abgesagt, wenn es kritisch war, weil da kann man kein Risiko eingehen, aber... Ein bisschen Restrisiko ist halt immer dabei, weil das Wetter unberechenbar manchmal ist. Ja, ja, und offenbar diese Windböen, was wir gestern in Amsterdam auch gesehen haben, ja. In Schiphol waren wir an der Bahn 27, wir hatten stetigen Wind vor Kopf, ja, die Bahn ist 27, der Wind kommt aus 26, eigentlich eine sichere Sache, trotzdem immer wieder seitliche Windböen, die dann gestern auch diese Cargo Lux 747 da durchgeschüttelt hat. Und das könnt ihr euch nochmal anschauen, unsere Folge von gestern.
Der Sebastian, unser Moderator, war so nett und hat alle Zeitstempel unterhalb der Folge reingeschrieben, sodass man nur auf die Uhrzeit klicken muss und kommt dann an diese Stelle, wo das Ganze stattgefunden hat. Sebastian hat für uns noch 15.08 Uhr Airbus A319, den von gestern. Der ist jetzt schon unterwegs aus Oslo. Da war Lufthansa A319, der eine Luftnotlage erklärt hat. Dieses Squawk 7700. Hab ich gesehen gestern, ja. Machst du sowas auch? Also wie erklärst du eine Luftnotlage oder wie meldest du dich, wenn du ein Problem hast? Was machst du dann? Also zum Glück haben wir das noch nicht gehabt, weil ich bin ja eigentlich nicht so weit weg vom Boden. Und das A und O ist, wenn man in der Luft ist mit dem Ballon, man muss immer Landeplätze im Blick haben, falls irgendwas ist. Ja. Und größere Waldgebiete, die überqueren wir nur, wenn der Wind wirklich ausreichend ist. Und dementsprechend haben wir sowas auch noch nie gehabt. Ich habe auch noch nie jemand gehabt, dem es schlecht geworden ist. Ja, das ist ja, die meisten Luftnotlagen sind ja medizinische Notfälle. Medicals, halt, ja. Ja. Und, aber das haben wir bis jetzt noch nie gehabt, sowas. Sagst du nicht Steam-TV? Nee, den Polizeieinsatz von gestern, den haben wir abgehakt. Also da hatte ich ja gesagt, wir waren im Recht. Nur hat der Hausherr bestimmt, wir sollen da weggehen. Und wenn der Hausherr sagt, wir sollen gehen, dann machen wir uns vom Acker. Das war gestern die Situation in Schiphol. Ihr kennt das vielleicht aus Leipzig, da hatten wir so eine ähnliche Situation ohne Polizei. Aber auch das, daraus haben wir gelernt und sind besser geworden. Nochmal eine Info zu der gestern, der Airbus A319 gestern, war das richtig, der war auf dem Weg, Lufthansa 878 auf dem Weg nach Stavanger. Das ist die Bravo Hotel, die kommt heute zurück, die stand jetzt die ganze Nacht da, die wurde aber gestern schon relativ flott repariert. Da war vorne was an der Elektrik kaputt am Bugfahrwerk. Wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, das ist so das Gerücht, was zu mir durchgekommen ist. Also da war was Kleineres kaputt, das war jetzt keine große Gefahr, aber es führt immer zu Anzeigen im Cockpit, weswegen man dann die Luftnotlage erklären muss und dann diese Landung in Oslo stattgefunden hat. Die Crew hat dann ihre Zeiten überschritten, beziehungsweise die Crew konnte dann so nicht mehr nach Frankfurt zurückfliegen. Deswegen ist eine Ersatzcrew geschickt worden. Die Passagiere mussten ja auch betüttelt werden, die da weg wollten und dahin wollten. Und das Flugzeug kommt heute vollständig repariert nach Frankfurt zurück. Ah, da ist ein Lufthansa Dreamliner. Den habt ihr mir ganz sicher auch schon angekündigt, während jetzt hier die United 777 startet. Welcher Papa ist es denn? Papa Alpha, Charlie oder Delta? Habt ihr das schon reingeschrieben? Die United ist auf dem Weg nach Houston, Texas. Dann haben wir noch eine A13. Bitte? Ah, da kommt was, ja. Ich lasse den Anflug mal durch, ich bleibe bei dieser Papa, ich will wissen welche. Also, das ist die Papa Delta, danke Bastian. Und der M. Schmidt hat nochmal eine Frage. Was machen denn Fluggäste, also wie heißen denn bei euch die Fahrgäste oder Fluggäste? Passagiere, sind genau auch Passagiere. Also Passagiere. Was macht man denn, wenn man Höhenangst hat? Hast du da einen Trick oder eine Empfehlung? Die Frage, die kriege ich fast bei jeder Ballonfahrt mal gestellt immer wieder. Das ist eine typische Frage. Im Ballon gibt es keine Höhenangst. Weil Höhenangst hat man nur, wenn man Bezugspunkt zum Boden hat. Ich habe schon viele Leute nicht überredet, aber ich habe ihnen das erklärt und dann sind sie hinterher Ballon gefahren und die haben gesagt, es war nichts. Wirklich, ist, sagt jeder Kollege auch immer das Gleiche. Du hast Höhenangst, wenn du auf der Leiter bist, wenn du auf dem Brückengeländer bist, guckst runter, hast einen Bezugspunkt zum Boden. Geht mir manchmal selber so, wenn ich irgendwo oben stehe. Ja.
aber in der Luft hast du keinen Bezugspunkt mehr zum Boden, der ist zu weit weg und dann ist die Höhenangst auch weg. Also wenn jemand da Probleme hat, ruhig machen, gibt keine Höhenangst im Ballon. Also, traut euch. Aber nicht hinterher sagen, Pemini hat gesagt, ihr sollt mit dem Ballon fahren und dann bei uns beschweren, wenn es nicht so schön war. Aber ich nehme an, mit dem Arthur ist das wunderbar. Papa Delta startet. Boeing 787, der Lufthansa, die dritte, die hier in die Flotte gekommen ist. Und wir haben auch schon einen Anflug wieder auf die Bahn 25 links. Den nehmen wir dann auch gerne mit. Herr Kairo kommt nämlich jetzt. Und da ist noch eine Lufthansa. Und wir sind hier bis 14.30 Uhr, 14.45 Uhr ungefähr, wenn die Geräte mitspielen. Denn wir werden gleich noch Heavy O'Clock haben. Ach so, Papa Delta ist nicht die dritte, sondern die zweite. Entschuldigt. Charlie ist der dritte, ne? Tim, Heavy O'Clock heißt, wenn wir, den Begriff habe ich von Jerry von Big Jet TV. Kann ich gerne die Quelle nennen. Das ist, wenn zu einer gewissen Uhrzeit sehr viele Großflugzeuge gleichzeitig unterwegs sind hier an so einem Flughafen. Und ich glaube, das hat sogar der Johnny erfunden. Heavy O'Clock aus dem Englischen. H.P. Hagen übersetzt das mit Schwergewichtszeit. Das würde ich an Google Übersetzer auch so weiterleiten wollen. Das ist völlig korrekt. Vielen Dank, Hagen. Martin muss weiter, wir sehen uns. Tim, das ist genau in 15 Minuten. Ronald Kohls schreibt rein, dass die Papa Charlie, das ist die dritte im Bunde, aber habe ich mich ja so gerade vertan. Entschuldigt bitte. Papa Alpha ist die erste 787-9 in der Flotte. Papa Delta die zweite. Papa Charlie die dritte. Das geht natürlich ein bisschen durcheinander. Die ist noch im Hangar für die Kabinenausstattung. Finn fragt, welche Flugzeuge zählen zu den Wide Bodies? Geschrieben W-I-D-E, wide wie breit. Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Wenn du mehr als einen Gang in der Kabine hast, dann hast du schon Wide Body, also zwei Gänge zum Beispiel. Stellt sich die Frage, gibt es Flugzeugkabinenausstattungen mit drei Gängen? Wüsste ich jetzt gerade aktuell selber nicht. Falls ihr da eine Info... Boah, der Wind ist krass. Das ist der Angesagte. Es gab so eine Wetterwarnung. Ich wollte eben noch sagen, die Wetterwarnung hat sich verflogen, aber es wird doch ein bisschen stärker jetzt hier. Ja, da sind immer so wieder so Böen, die du ja angesprochen hattest. Ja. Was wir gestern in Amsterdam hatten. Man rechnet mit nichts, man hat auch keine Anhaltspunkte. Und plötzlich kommt eine Böe und ich hatte das gestern auch so beschrieben, es geht auch umgekehrt. Die Piloten halten dagegen, Pilotinnen und Piloten halten dagegen, gegen diesen kräftigen Seitenwind und plötzlich kommt ein Loch und du hältst dann gegen das Loch, das heißt dann rutscht du rüber, ja, und so ja, auch das ist, da braucht man Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung, um das zu schaffen. Ja, der Wind ist was Unberechenbares. Das hat man in der Luftfahrt halt immer wieder. Ob es starke Thermik ist, wenn die Sonne scheint oder halt die Windböen, das ist immer unberechenbar. Patrick Riedel hat jetzt nochmal in den Chat reingeschrieben, was alles White Bodies sind. Das ist 777, 747, A380, A340, A330, A350 und nochmal eine 787. Ich ergänze
Lockheed L1011, aber da gibt es keine Passagiervariante mehr, die unterwegs ist. Maximilian fragt, ob es beim Ballonfahren eine Höhenkrankheit gibt. Das ist so was Ähnliches von der Frage her, wie wir das gerade hatten mit der Höhenangst. Aber gibt es da Leute, die, denen schlecht wird? Was machst du dann? Nee, das gibt es nicht sowas, weil wir bewegen uns ja nicht in so großen Höhen wie ein Flieger. Und das Aufsteigen ist auch ganz langsam. Es geht ganz langsam hoch, ganz langsam wieder runter. Und da gibt es eigentlich keine Probleme. Hab noch nie jemand gehabt, der irgendwie dem schlecht geworden ist. Ich kenne das jetzt aus einer Pipi-Langstrumpf-Folge, dass man da so Sandsäcke hat, die kann man auskippen auf die Leute unten. Gibt es das noch? Oder? Das gibt es noch. Das ist die zweite Variante Ballon, die es noch gibt. Es gibt einmal den Heißluftballon und es gibt den Gasballon. Der Gasballon ist gefüllt in Europa mit Wasserstoff. Und die regulieren ihre Höhe, indem sie halt Sand abwerfen. Das macht man als Passagier vorm Start, muss man da mithelfen, erst einmal die Sandsäcke zu füllen und dann, wie gesagt, zum Höhe regulieren, Sand raus und dann geht's hoch. Guck mal, was die hier kämpfen. Air Cairo ist das. Jetzt wird's ruhiger. Vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zu dem Gasballon, weil es ja eine ganz seltene Sache nur noch ist. Es gibt nicht mehr allzu viele in Deutschland. Wie gesagt, hier wird er betrieben mit Wasserstoff. Das kann man bei uns bezahlen. In den Staaten drüben fahren die mit Helium. Helium kann man bei uns nicht bezahlen. Da drüben ist es billig, da kann man Helium nehmen. Ist natürlich ungefährlicher, das Helium, wie der Wasserstoff. Aber wenn man gut damit umgeht, dann kann man das auch gut beherrschen. Und mit so einem Gasballon kann man 3-4 Tage am Stück in der Luft bleiben, ohne dass man wieder runterkommt. Und da gibt es dann auch wahrscheinlich so Rekordfahrten? Ja, gibt es jedes Jahr. Das berühmte Gordon Bennett Rennen hat im letzten Jahr ein deutsches Vater-Sohn-Paar gewonnen. Der Wilhelm und der Benny Eimers, die zwei haben gewonnen, sind bis ans Schwarze Meer gefahren, von St. Gallen in der Schweiz aus. Und haben sogar das Grundstück fertiggebracht, dass sie kurz vor der Landung aufs Meer rausgefahren sind und haben dann den Wind, der wieder vom Meer reingeht, genutzt und sind dann kurz hinter dem Strand gelandet, haben somit 20 Kilometer weiter wie der bisherige Führende, der Schweizer, gepackt und somit haben zum ersten Mal in der Geschichte des Gordon Bennetts Rennen ein Vater und ein Sohn zusammen dieses Rennen gewonnen. Wow, tolle Story. Das hört sich so an, als wenn ihr, ich sag mal, like-minded people auf Ballon fahren, sind wahrscheinlich Segelflieger, oder? Dass ihr euch gut unterhalten könntet und ähnliche Storys zu erzählen habt, weil ihr mit der Thermik viel arbeitet. Ja, das Thema Ballon und Segelflieger, sage ich immer zu meinen Passagieren, ein Segelflieger und ein Ballon sieht man selten zusammen in der Luft, ja. Weil der Segelflieger, der fliegt mit Thermik. Und der Ballon, der hebt erst ab, wenn die Thermik nachgelassen hat. Weil wir fahren dann, wenn die Thermik-Randzeiten sind, dann kann man gefahrlos Ballon fahren. Diese Gasballons natürlich, die fahren in Höhen, da ist keine Thermik. Ja. Und die landen auch dann wieder in den Tagesrandzeiten. So können die das auch gefahrlos machen. Aber ein Segelflieger und ein Ballon, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der eine liebt die Thermik und wir lieben die Thermik nicht. Wir machen mit unserem Brenner die Thermik selbst. Sehr schön. Vielen Dank für diese Ausführungen. Was wir jetzt gerade im Bild sehen, das müsste die Rettungstreppe der Flughafenfeuerwehr sein. Da ist ja auch eine Feuerwache. Da vorne in der Ecke wird wahrscheinlich geübt. Was sagt der Ballonpilot zur Zeppelinfahrt, fragt Helmut. Ja, das ist natürlich das Highlight. Ja. Ich habe in Bad Homburg mal einen Start gemacht. Neben dem Zeppelin, das haben die so mehrere Tage, waren die hier in Bad Homburg zu Gast von Friedrichshafen. Und dann habe ich mit denen mal so abgesprochen, wenn die gelandet sind, habe ich meinen Ballon aufgebaut, bin dann neben dem Zeppelin gestartet. Aber eine Zeppelinfahrt ist natürlich das Nonplusultra eigentlich, sage ich mal, in der Fliegerei. Weil das ist wirklich was Nostalgie hat und das kann man auch heute immer noch weiterhin machen.
der Zeppelin von Friedrichshafen wird ja jetzt ab, glaube ich, diesem Jahr oder nächsten Jahr in Essen stationiert noch. Dieses Luftschiff Theo, was da in Essen war, geht so langsam in Rente. Und da gibt es jetzt einen neuen Passagier-Zeppelin, der von Essen aus startet. Ah ja. Ich erinnere mich daran, die nennen das ganze Ding Blimp. Da heißt das gar nicht Zeppelin, das ist ja die deutsche Variante. Ja, ja, das ist ein Unterschied. Es gibt ein Blimp ist ein Zeppelin mit im Gestell drin. Du musst selbst überlegen jetzt wieder. Sonst nee, Zeppelin hat ein richtiges Gerippe innen drin und der Blimp ist eine Hülle, die gefüllt ist. Ohne. So habe ich es, glaube ich, noch richtig im Hintergrund. Und übrigens beim Ballon gibt es auch eine Zeppelin-Form. Es gibt noch ein Heißluft-Luftschiff. Okay. Zählt von der Kennung her als Delta Oscar als Ballon. Hat aber eine Form wie ein Zeppelin, wird nur mit heißer Luft betrieben. Und der hat also eine Gondel, da passen zwischen 2 und 4 Passagiere rein. Und ganz am Ende hat er hinten einen Propeller dran. Und somit kann man mit diesem Luftschiff auch fahren oder mit diesem Heißluft-Luftschiff wie ein Zeppelin, aber auch nur, wenn die Thermik ganz, ganz ruhig ist, weil dieses Luftfahrtgerät ist sehr sensibel. Ah, okay. Wobei dem großen Zeppelin die Thermik nicht viel ausmacht von der Größe her. Der hat ja auch Propeller ringsrum, ja, wo er vieles ausgleichen kann. Und dieses Heißluft-Luftschiff, der hat nur hinten den Motor zum Vorwärtsfahren und den Brenner zum Höhe regulieren. Ja. Und wer da jetzt sich auch mal dafür interessiert, wie sieht eigentlich so eine Halle aus? Da können wir in Ostdeutschland was empfehlen. Die frühere Cargo-Lifter-Halle, das ist jetzt das Tropical Island. Ist richtig, umgebaut ja worden. Und ja, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte dazu. Ja. So ein Tropical Island, hast du eine Geschichte? Ja, 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 ja. Als Cargo-Lifter noch in Betrieb war, die hatten auch einen Heißluftballon mit Cargo-Lifter-Werbung drauf. Und das war so in dem Jahr, als Cargo-Lifter dann die Hallen zugeschlossen hat, hatten die ein Ballonfestival geplant und da hatten wir uns angemeldet und hatten ein Hotel gebucht und alles schon. Und eine Woche bevor das stattfand oder stattfinden sollte, haben die da diese Veranstaltung gecancelt mit der Begründung, das Wetter passt nicht. Ja. Jeder hat gelacht, also das ein Ballonfestival ist noch nie wegen dem Wetter abgesagt worden. Da irgendeinen Tag gibt es immer noch, wo man mal hoch kann, wenn es früh morgens ist. Und wir haben aber uns so mit 3 Ballonteams zusammengetan, sind trotzdem dahin gefahren. Und da, wie gesagt, da war Cargo liegt noch in Betrieb. Und dann haben wir dann von denen auch noch eine Führung in der Halle damals gekriegt. Da stand dann so ein Blimp drin. Und dann stand in dieser Halle drin ein Gasballon aufgerüstet mit 100.000 Kubikmeter Inhalt drin. Den hat man in der Halle so gut wie nicht gesehen. So riesig war die Halle. Also das war schon gigantisch, als ich damals drin war. Und jetzt ganz klar an den Flügeln zu erkennen, an dem Wingflex, das kann nur ein Dreamliner sein. Boeing 787, Egypt Air mit der Horus Livery. Der hat einen Sacker durchgesackt. Der ist mal kurz durchgesackt. Eieiei. Und anders als in Amsterdam spüren wir das jetzt erst nach den Fliegern, ja? Weil der Wind aus der anderen Richtung. Gestern habe ich das immer so 3 Sekunden vorher gespürt, wenn jetzt eine Windhose oder was immer da vorbeikam. Wingflex schreibt ihr rein. 787-9 von Egypt Air. Lutz Trostmann fragt nochmal, was war mit dem A340, der umdrehen musste von der Lufthansa, A340-300, der hatte einen Engine-Failure. Und Kevin Wingefeld unterstützt uns mit 5 Euro dem Superchat, vielen Dank. Sachsen und die Steam TV schreibt rein, stabil raufgeklatscht. Die haben ganz kurz den Flair verloren, würde ich sagen. Sachsen die Steam TV hat noch eine Info zu der Halle des Cargo Lifters. Das steht in dem Ort Brand und ist auch mit dem Regionalexpress 2 aus Berlin klimaneutral erreichbar.
Maurice Vergrossen erinnert sich auch an LTU L1011, Lockheed L1011 TriStar. Guck mal schön mit rein, ich muss mal ein Selfie machen. Achso. Schickst du das bitte dann auch an uns? Ja, warte mal. Klar. Okay, super. Korean Air Cargo, next in 16 Minuten, 747-8. Das sind unsere Heavys. In 7 Minuten kommt der 747 aus Mexico City. Heavy o'clock, LATAM ist über Bingen. Nehmen wir uns eins von diesen Flugzeugen vielleicht vor und pushen das bei Flight Radar. Was möchtet ihr? Ist der Hagen noch da? Kann er uns hören oder hat er den Ton abgedreht bei der Arbeit? Dann wäre ich sonst für die LATAM. Oder habt ihr einen Wunsch? Was möchtet ihr bei Flight Radar 24 pushen? Sagt jetzt nicht alle. DHL Banana 777 auf der Nordwest ist noch nicht aus den Wolken raus. Oder in 12 Minuten die 747 der Lufthansa aus Buenos Aires. Drei-Letter-Code ist EZE. Arbeitet ihr auch mit irgendwelchen Flughafen-Codes oder Positionsbestimmungen? Womit arbeitet ihr so? Nee, ich brauche ja auch keinen Flughafen. Ich darf ja überall dort starten, wo mich der Grundstückseigentümer drauflässt. Somit sind wir zum Starten nicht an Flughafen gebunden. Und habt ihr da irgendwie so einen Bauernhof, wo ihr mal hinfahrt oder ein Feld, was ihr nutzt? Wir haben verschiedene Startplätze hier praktisch im ganzen Taunus. Überall ist warm. Und wenn man keinen findet in der Nähe, wo man hin will, und dann reicht auch eigentlich ein Feldweg aus. Wenn es trocken ist, kann man einen Feldweg, wenn da rechts und links ein bisschen Wiese ist, dann kann man die Hülle ein bisschen ausbreiten, dann macht man nichts kaputt. Und ich sag mal, nichts geht auch dort ohne fleißige Helfer. Wie ist das? Hast du da deine Frau oder Verwandte, die dann helfen? Das ist das A und O, sogenannte Verfolger, oder im Ballonfahrer-Jargon heißen die Erdferkel. Erdferkel? Erdferkel sind das, die Verfolger, weil die auf der Erde bleiben. Ja. Meine Frau ist auch immer dabei, bei jeder Fahrt. Und ohne Helfer geht gar nichts, weil ich muss ja irgendwo, ich starte ja und fahre dann weg. Und ich komme ja nicht dahin zurück, wo ich gestartet bin, und muss dann wieder abgeholt werden, um die ganze Ausrüstung zu verpacken. Und da brauchen wir immer ein gutes Team, und ich habe genügend davon und habe sehr gute Helfer, die mich dann immer wieder einfangen auch. Ja, dann sagen wir von unserer Stelle hier danke an die Helfer, die fleißigen Helfer, die das Ballonfahren mit Arthur und seinem Team ermöglichen. Nochmal der Dreamliner von Egypt Air. Und wir warten auf die großen Flugzeuge, die jetzt gleich reinkommen. Unter anderem die Yankee Oscar. Sebastian hat für uns die LATAM mit der Flugnummer TAM 8070 rausgesucht. Den Link zu Flight Radar 24. Klickt mal da drauf, dass wir sie verfolgen können. Dann können wir die Position bestimmen. Und diese 777, die wir gerade gesehen haben, aus Toronto, ist ein Jahr alt, schreibt John rein. Bürger hat jetzt auch einen neuen Spitznamen für seine Frau, die heißt bei ihm jetzt auch ab sofort Erdferkel. Sehr schön, ja. So können wir euch da heute noch was weitergeben. Und die LATAM Brasil, 777 aus Sao Paulo, ist im Anflug, hoffentlich auf die richtige Bahn. Könnt ihr das sehen, wohin? In 27 Minuten kommt noch eine Queen, und die Yankee Uniform ist aus Mexico City im Anflug. Und Frank Schmitz schreibt nochmal dazu, dass die Yankee Oscar 3 Tage in Buenos Aires stand. Ich glaube, da war ein Schaden dran, der repariert wurde. Und Sebastian hat nochmal den A319, der in Oslo gestrandet war gestern. Der ist jetzt in der Nähe von Kiel, soll 15.08 Uhr hier in Frankfurt landen. Ne, Patrick Riedel, die Freundin von Hagen, kommt am Freitag hier rein. Das kann ich sogar beantworten, wann wessen Freundin hier landet. Aber die Katja habe ich ja auch selber schon mal kennengelernt, und sage an der Stelle auch nochmal vielen Dank für das Geschenk, was sie mitgebracht hat aus dem Flugzeug. Und
Peppi Pietl grüßt aus Innsbruck. Und die 747 geht auf die 25 Center. Sebastian haut jetzt alle Links bei Flightradar 24 rein. Das ist die Yankee Uniform. Wer kommt denn zuerst? Auf die Links kommt auch noch was. Korean Air Cargo in 11 Minuten, Tobias Pohlreich. Maximilian fragt nochmal nach der Cargo Human Care, der D-Alfi, wenn ihr das nochmal raussuchen könntet. Ihr gebt einfach bei Flightradar 24 in dem Suchfeld D-ALFI ein und dann findet ihr raus, was mit der D-Alfi ist, der Lufthansa Cargo 777 mit dem Cargo Human Care Sticker. XMMXX grüßt aus Tirol, da hat bestimmt auch schon unsere Innsbruck-Doku gesehen. Lutz Trostmann, ich weiß nicht, wen Lufthansa alles kaufen will, die Frage muss ich weitergeben, aber ITA ist wohl im Interesse. Und ich sehe jetzt Landelichter. Du musst los, ja. Aber Arthur, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht und wünsche allen, die da zuschauen, noch ein schönes Zuschauen heute, besonders heute Abend, da bin ich auch wieder live dabei, zu Hause, von der Couch aus. Arthur im Chat heute Abend. Zwischendurch muss ich nochmal zur Schwiegermutter auf dem Geburtstag jetzt, da muss man Pflichtprogramm. Oh, dann beste Grüße von uns an die Schwiegermutter. Alles klar, vielen Dank. Danke, Arthur. Macht's gut zusammen. Wenn ihr nochmal Tschüss sagen wollt, Arthur kann das später nochmal im Chat dann nachlesen. Danke für deine tollen Infos. Ich bin begeistert. Ja, ich habe viel Neues erfahren. Ja, schön so. Ja, dass du das so lange durchhältst hier, ja. Ich wundere mich auch gerade. Aber wenn, es hat jemand 747-8 gesagt und das ist für mich der Spaß. Und dann freue ich mich auf die Mittagspause und dann heute Abend 1.8 habe ich auch Bock. Musst du wieder nachladen oder hast du genug? Ja, ich muss nachladen. Ja. Wo lädst du die? Im Auto? Oder? Im Auto habe ich gleich eine Ladestation, die hilft mir. Schön. Alles klar. Bild schicke ich dir über Facebook am besten. Sehr gerne. Ne? Ja. Gut. Dann. So. Bis bald. Ich wünsche dir was. Mach's gut nochmal. Ja, auch bis dann. Tschüss, Arthur. Und da kommt jetzt eine 747. The Queen of the Skies. All rise for the Queen of the Skies. Duke Cronenwert, wir bezeichnen den Airbus A380 als den King of the Skies im Vergleich zur Queen of the Skies. Bürger schreibt, hat er toll erklärt, der Arthur, nur einsteigen tätig trotzdem nie. Also ist doch einer oder anderer von euch mit nicht Flugangst, sondern in eurem Fall heißt es ja dann Ballonfahrangst. Aber der Arthur hat sie mir auf jeden Fall gerade genommen. Nächste Ankunft der M-Girls, die wandelnde Frankfurter Klapperwand. Lufthansa A320 aus Berlin, Bizjet, was ist das? Farnborough. Lufthansa CRJ aus Genf, LATAM 777 aus Sao Paulo, Korean 747-8 aus Seoul, Lufthansa A320 aus Bilbao, Lufthansa 747-8 aus EZE, das ist Buenos Aires, Ezeiza.
A320 aus Hamburg, Asiana A350 900 aus ICN, das ist Seoul. Incheon, jetzt ist Heavy O'Clock. Jetzt brauche ich eine Glocke. Bing, 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 Heavy O'Clock. Und Sachsen und Steam TV meint, wir müssen einen Livestream aus dem Ballon bei Arthur machen, okay? Ah, Thomas Kraftwerk hat die Infos zur DeAlfi 17.28 Uhr, da müssen wir wieder am Start sein. Dann geht die DeAlfi, die Cargo Human Care, raus nach Mexico City. Next Approach, Lufthansa A320 sieht's aus. Wir sind später wieder am Start, heute Nachmittagabend von der 1.8. Ich kann mir das so erklären, dass es da kurz vor der Bahn so kleine Wackler gibt, weil dann der Schatten, der Windschatten vom Terminal 3 Baustellenbereich dazu führt, dass es da zu Luftverwirbelungen kommt. 767 300 Zuschauer. Stimmt, 767 300. Dominik Knebel hat für uns noch die Embraer Legacy aus Farnborough. HB Hagen unterstützt uns, weil wir die LATAM gleich ins Bild nehmen. Vielen Dank. Die LATAM geht allerdings auf die 25 rechts. Jan, das sind aber keine guten Nachrichten. Dann nehmen wir jetzt die Legacy. Aus Farnborough. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir gestern in Amsterdam gefilmt haben. Schaut euch da nochmal die Folge von gestern an. Amsterdam Schiphol mit Playmania von der Bahn 27. Der Sebastian war so nett und hat die ganzen Zeitstempel da reingeschrieben. Der Vorteil der Zeitstempel bei YouTube ist, dass man nur auf diese Uhrzeit draufklicken muss. Das ist ein Link und fliegt dann an die Stelle, wo das Ganze stattfindet, an die genaue Uhrzeit. Check our timestamps from yesterday's show from Amsterdam Schiphol. We had 2.5 go-arounds. Wir haben zwei spektakuläre 747 Landungen gestern gefilmt. Und. Sebastian hat das alles da reingeschrieben. Und Sebastian schreibt jetzt auch nochmal den Link zur Korean Air rein, 747-8, das ist der Link bei Flightradar24. Und die Deandra, das ist die erste Condor A330-900, kommt aus Mala von den Malediven in 4 Stunden und 54 Minuten, schreibt Tobias. Helmut hat einen Planespotter-Kollegen in Ingolstadt bzw. Manching, das ist in der Nähe von Ingolstadt. Da sind heute
A330 Trainingsflüge der Lufthansa. Landwirt Let's Play hat nochmal auf die Pünktlichkeitsrate geschaut und aktuell sieht es hier gut aus in Frankfurt. Und die Korean Air 747 kommt nach der LATAM. Ach so, und ihr erinnert jedes Mal, das habe ich schon wieder verdrängt, an unser Polizeimeeting. Dafür gibt es auch keinen Zeitstempel, da müsst ihr selber suchen. Das Meeting mit den Sicherheitskräften, 5 bewaffnete Sicherheitskräfte haben gestern Playmania überprüft. Alle 5 kamen zu dem Schluss, dass alles im grünen Bereich ist. Und dann kamen Nummer 6 und Nummer 7, nämlich die Luftaufsicht vom Flughafen. Und die hat uns dann trotzdem weggeschickt. Um 5 Meter nach hinten versetzt. Es war so nach ungefähr einer halben Stunde, glaube ich. Da ist die LATAM. Das ist für dich, Hagen. Bom dia von Sao Paulo, Brasil. Ja, und die Yankee Oscar aus Buenos Aires ist auch schon unterwegs. Chuck, hello to you in Texas, USA. It's Felix hat eine Beluga über Offenbach gesehen. Ein Bürger weiß zu berichten, dass letztes Jahr die Polizei in Frankfurt mit Stöcken den Abstand zwischen Menschen überprüft. Echt? Hat? Wenn ich nach Leipzig fahre, habe ich auf jeden Fall immer so ein ausfahrbares Zentimetermaßband dabei. Genau, hier wird geflext. Maria hat keine Glocke bekommen. Ich habe auch keine Notification bekommen. Und jetzt kommt die 747 von Korean Air und dann kommt aus Buenos Aires die Lufthansa. Viel Spaß jetzt mit der Queen of the Skies.
Aber jetzt haben wir wieder was zum Raten. Für alle Rätselfreunde unter euch, Flugzeugraten. Ich weiß selber die Antwort noch nicht. Feuerwehreinsatz ebenfalls, aber macht euch bereit für Flugzeugraten. Finger an die Tastatur, ich brauche von euch Flugzeugtyp, Airline und wenn es dann nicht anders geht, auch noch das Kennzeichen. Ich habe selbst keine Ahnung. Ich muss warten, bis das Flugzeug bei uns ist. Ist echt schwer jetzt. Ja, manchmal kommen die Notifications bei YouTube nicht, obwohl man Abonnent ist, alle Glocken eingeschaltet hat und so weiter und so fort. Das geht mir leider genauso wie euch. Ja, das tut uns leid, dass das passiert, aber was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Wir sind alle abhängig von dem YouTube-Algorithmus. Lufthansa habt ihr reingeschrieben, A320. Sehr viele von euch haben sofort erkannt, A320. Und Lufthansa, genau. Registry ist natürlich extrem schwer, kann man nicht raten. Und hier hat einer A321 geschrieben, das war XMMX. Und du hast recht, es ist ein Airbus A321. Also alle, die A321 geschrieben haben, sind korrekt. Nee, ist ein A320 Neo? Habe ich mich selber vertan jetzt? Wir werden es sehen. A321-100, das ist eher ein Old Girl. Flensburg heißt es, ist die D-Airi, also die Romeo Yankee. Blöderweise fängt es genau jetzt an zu regnen. Aber erstaunlich, dass es nur diese kleinen Wing-Tipps sind. Die haben auch noch einen speziellen Namen. Also keine größeren Winglets an diesem Airbus A320-100. Müsste ein älteres Schätzchen sein. Dus Airspotter grüßt aus Düsseldorf. Aus Bilbao kommt rein die Zulu Papa. Der Mamu fragt, ob man bei uns auch spenden kann, ohne dass wir Gebühren abführen müssen. Dazu der Hinweis an alle, die bei YouTube aktiv sind, die haben das vielleicht mitgekriegt, dass YouTube zum 1. Februar, also ab morgen, die Gebühren erhöht hat. Also natürlich hält da noch jemand die Hände auf, wenn ihr uns über YouTube was spendet. Aktuell geht es leider nicht anders. Und es kommt ab morgen weniger bei uns an. Wenn ihr uns also was Gutes tun wollt, dann heute. Nein, also, wir freuen uns über jede Spende. Wir können jeden Cent gebrauchen, ihr wisst das. Wir haben unglaublich viele Reiseausgaben, weil wir unterwegs sind. Wir waren in Düsseldorf, Amsterdam, jetzt in Frankfurt. Morgen wieder in Berlin, aber da nicht beim Planespotten, sondern einfach mal wieder zu Hause sein und auf der Arbeit. Und das, wir scheuen keine Kosten und Mühen. Wir brauchen jeden Cent. Trotzdem freuen wir uns über eure Unterstützung kostenloser Art, zum Beispiel durch Chat-Informationen. Und was ihr da leistet, das ist unglaublich. Vielen Dank für diese tatkräftige, fachkräftige Unterstützung. So, wir warten jetzt auf Lufthansa mit der Flugnummer 511 aus Buenos Aires, Ezeiza. Das ist eine 747. Ali hat für uns nochmal Wetterdaten. Windrichtung kommt aus Richtung 21. Wir haben jetzt 25 Betrieb. 11 Knoten. Frau Lachs, der Jogger, der uns auch schon mal besucht hat, empfiehlt uns einmal monatlich zu kommen. Bis jetzt haben wir das, glaube ich, jetzt die letzten 6-7 Monate auch so hingekriegt. Ja, wir waren also zuletzt hier Mitte Dezember und jetzt Ende Januar auch nochmal. Von meiner Seite gerne, muss ich aber mit allen Sachen abpassen lassen.
wunderschöne Condor mit der grün-weißen Livery. Und die Queen of the Skies macht sich bereit für die Landung auf der Centerbahn. Vielleicht konntet ihr sogar einen Swing erkennen. Hat die einen Swing-Over gemacht? Wunderschöne Landung. Sehr, sehr schön. Mammut 2112 unterstützt uns mit 5,99 Euro. Dann halt hier. Vielen Dank. Freut uns sehr. Vielen Dank, Mammut. Car Wash Germany hat nochmal Fakten für uns, und zwar diese Woche werden hier 3.337 Flüge verteilt auf 236 Flughäfen durchgeführt. Die meisten gehen nach London Heathrow, das sind 97 Flüge. Ich glaube, das hatten wir gestern in Amsterdam auch. Die Destination mit den meisten Flügen ab Amsterdam, London Heathrow. XCD Kron, sagt die Kamera, muss 30 cm höher. Ich wäre dafür, das Gebäude abzureißen um 30 Cent. Wir sind heute Nachmittag, Abend für euch an der Startbahn West 1.8. Da wird die Situation mit Kamera, Blick und Sound ganz anders sein. Wir freuen uns sehr auf euch, mit euch den Abend zusammen verbringen. Aktuell 793 Zuschauer, vielleicht schaffen wir die 800 noch. Und Tobias hat für uns die Etihad Airways Cargo 777 auf dem Weg nach Abu Dhabi. Da kommt jetzt auch wieder was rein hier. Asiana A350 aus Seoul in 4 Minuten. Danke, John. M. Görz hat die Asiana auch on Finals gesehen. 4 Minuten noch. Jetzt im Bild Condor A330. Und was habt ihr noch? Eine Belgian Air Force nach Wiesbaden? Matthias Stadelmeier, wo ist die denn? Und ihr habt noch so einen Strato-Tanker gesehen, ne? Die Condor wartet auf den reinkommenden Verkehr. Heute Abend warte ich mit euch auf Flugzeugsound, oder hätte ich Lust auf Flugzeugsound. Und das war ein Lufthansa A319 aus Toulouse gerade bei der Landung. Feierabendflieger der Airbus-Mitarbeiter. Jetzt sind auch welche drin. Oder?
1956, dieses Flugzeug. So alt. Wow. Ui, wer kommt denn da? Ach, da hätte ich jetzt mal gerne ein Rätselspielchen mit euch gemacht. Hui, das ist für mich eine Premiere. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, da ist die Andra, ne? Da ist sie. Das ist für mich die Premiere. Zum allerersten Mal treffe ich die D'Andra. Wie geil ist das denn? Hallo, ich bin's. Wurde auch Zeit. Sieht in Wirklichkeit schöner aus, als ich gedacht habe. Unglaublich. Das ist ein Airbus A330-900. Look at the Neo engines. A330, Neo. The brand new Condor. If you see stripes on in the sky, then you know it's Condor. Die Andra, also Andra. Also die Andra war richtig, nur falsch ausgesprochen. Das ist die ARNH. Saxony Steam TV meint, Anthrazitgold wäre noch schöner. Also, da haben wir noch ein paar nette Flugzeuge heute bei unserer Frankfurt-Show erwischt. Freuen wir uns sehr drüber und wir freuen uns, euch nachher im zweiten Teil zu treffen von der Bahn 18 am späteren Nachmittag. Ich kann euch noch keine Uhrzeit nennen. Ich denke, so wenn ihr 17 Uhr mal reinschaltet im YouTube-Kanal von Playmania, dann sollte das nicht verkehrt sein. Wir müssen mich aber erstmal absprechen, ob auch alle Zeit haben, die da notwendig sind, um den Stream zu starten. Jetzt kommt der Asiana A350. Danke, Jan, dass du es reingeschrieben hast. Und Ali hat noch die Engines, das sind die 772B. Trent Engines. Jetzt kommt aber ein A350 im Anflug von Asiana. Wie schön ist denn ditte? Der Bahn 25 links. This is runway 25 left at Frankfurt Airport, Germany. Asiana A350 from Seoul. War jetzt nicht 10 out of 10, aber muss man so hinsetzen bei den Windbedingungen und bei dem Regen, der sich hier gerade breit macht. Also, sehr, sehr schöne Landung, auch von dieser Asiana. Und jetzt nochmal die Condor, die D'Andra. Romeo Hotel.
die DeAnRa mit A Alpha ist ja grün-weiß. Ali korrigiert das nochmal, das sind Trent 7000 on the Neo, as a Neo Engine. Ja, also Trent 7000 hängen hier unter den Flügeln an dieser Condor. Sebastian hat nochmal für uns in 13 Minuten die Lufthansa aus Oslo. Kriegen wir das noch hin? Jürgen Ruff schickt uns 600 Cent für 600 Likes. Vielen Dank, Jürgen, für deine abermalige, x-fache, ich kann das gar nicht mehr zählen, Unterstützung über den Superchat. Vielen Dank, Jürgen. Und aus Leipzig unterwegs die DeAilo, die Lufthansa mit dem Lu-Sticker. Bänder 5020, ich habe es jetzt nicht mehr die Zahl im Blick, aber wir hatten da eben die wöchentlichen Zahlen der Flugbewegung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und die Condor geht um 16.27 Uhr hier raus in Frankfurt und zwar auf dem Weg nach Port Louis. Das ist der Flughafen von Mauritius. Und fragt euch mal, wer dort schon mal einen Livestream gemacht hat in Mauritius. Das war ich. Allerdings auf Facebook und für eine Big Jet TV Fangruppe, die es heute nicht mehr gibt. Das ist abgefahren in Mauritius auf so einem Matschhügel neben dem Flughafen. Einen startenden Airbus A380 von Emirates zu filmen. Das kann ich nur empfehlen. Die Hibernien dreht und geht wieder raus. Habt ihr mir den Anflug noch für mich? Maximilian, wir machen jetzt jede Minute Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch den A319 schaffe, den der Sebastian angekündigt hat. Und heute Nachmittagabend richtet euch mal auf 17.30 sowas ein. Ich glaube, 17 Uhr schaffe ich nicht. Ich brauche jetzt ja erstmal Zeit zum Abbauen, dann muss ich neu aufbauen. Ich glaube, wir haben sogar Regen jetzt auf der Linse, da muss ich mich auch gleich mit beschäftigen. Und ich muss auch erstmal aufwärmen und aufladen. Also es kann jetzt noch ein bisschen dauern. Da ist die Lu, Lufthansa's Lu. Leider kann ich da jetzt nicht weiter filmen, weil es auf die Linse regnet, das muss ich mal eben schützen. Schauen wir uns den Nordwestanflug an. Ich befürchte, wir müssen jetzt Schluss machen, denn der Regen wird stärker. Und ihr wisst ja, wir müssen die Gerätschaften schützen. Während uns der Christian aus der Schweiz wieder mit seinen Schweizer Franken unterstützt. Vielen Dank für 20 Schweizer Franken. Christian Winkel.
Ich hatte ja gesagt, dass wir alle Währungen gerne nehmen, auch Kopeken. Oder was euch sonst noch so einfällt, was ihr noch findet aus früheren Reisezeiten, irgendwelche Altwährungen, das nehmen wir alles. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Versuchen wir einfach 17.30 Uhr uns wieder zu treffen. Ich muss das aber erst verifizieren. Ich kann nichts versprechen. Um 17 Uhr startet der A340-600 nach München. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wir hatten ihn vorhin im Bild. Jan sagt 17.15 Uhr. Ja, das kriege ich nicht hin. Ich muss die Pause so einrichten, dass wir den Abend auch durchhalten. Sonst müssen wir das irgendwie anders reinnehmen. Und Dominik schreibt nochmal rein, Vespergeld, um uns später an der 1.8 zu sehen. Danke Dominik Knebel, auch mehrfache Unterstützung. Freuen wir uns sehr drüber. 5 Euro, vielen Dank. Dann machen wir jetzt Schluss, ne? Und große Verabschiedung dann heute Abend. Machen wir jetzt auch keinen großen Hehl draus. Ihr kennt unsere Verabschiedungsrunden bei Plane Mania. Machen wir dann später. Tschüss, bis bald. Machen wir schnell Pause. Mittagsschlaf ist nicht dran zu denken. Aufladen, aufladen. Energie. Bis denn, ich sehe das noch, was ihr schreibt. Aber ich mache schon mal aus. Bis später. Danke, danke, danke. Tausend Dank. Ihr wisst, wie oft wir uns bedanken. Völlig zu Recht. Ist das eine schöne Tail Parade hier? Wow! Richtig tolle, unterschiedliche Fluggesellschaften. Ein schönes, schönes Bild. So ein schönes Bild ohne eine einzige Lufthansa. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja? Ihr wisst ja, dass wir Lufthansa-Fans auch sind und die ohne Ende supporten. Bis denn, tschüss!